Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zum Wirtschaftstag 2018 hier im Vogel Convention Center in Würzburg. Es freut mich, dass Sie alle gekommen sind. Ein paar kommen noch, aber der Saal ist gut besetzt. Lieber Herr Bürgermeister Dr. Bauer, lieber Herr Steinmann, verehrte Ehrengäste, ich begrüße Sie also ganz offiziell zum Wirtschaftstag 2018, alle Unternehmerinnen, Unternehmer, Geschäftsführer, CEOs, die Mandatsträger von Kommunen, vom Land, vom Bund. Ich begrüße auch die Wirtschaftsorganisationen, die Vertreter der IHKs, der Handwerkskammern, der Verbände. Ich freue mich, dass Vertreter der Wissenschaft, der Hochschulen hier sind, der Fachhochschulen, der Universitäten. Es ist sehr schön, dass Sie alle zu uns gekommen sind. Und ich denke, dass die Redner, die wir heute aufgeboten haben, auch für Sie von großem Interesse sind. Da muss ich aber gleich einhaken. Der Staatsminister Pschirer kann heute leider nicht kommen. Wegen einer dringenden Angelegenheit musste er kurzfristig absagen. Er bedauert es, dass er nicht kommen kann. Für ihn kommt allerdings der Generalsekretär Markus Blume, der in ein paar Minuten eintreffen wird. Er wird das Referat halten und auch an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Er ist ja mitten im politischen Geschehen drin und als Generalsekretär natürlich auch mit allen Themen und programmatischen Fragen, die die CSU, die Staatsregierung betreffen, befasst. Und wenn wir heuer die Landtagswahl haben im Herbst, dann ist das natürlich auch ein Thema, das nicht nur organisatorisch bewältigt werden muss, sondern auch inhaltlich. Und früher hätte ich gesagt, das gelangt. Mittlerweile sage ich dazu, auch in der Art und Weise, wie man Politik macht. Da muss es auch bewältigt werden und da ist die Verantwortung sehr stark beim Generalsekretär. So, wir machen den Wirtschaftstag immer jedes Jahr in den Regierungsbezirken. Die Jahreshauptversammlung findet regelmäßig in München statt. Aber weil der Wirtschaftsbeirat natürlich im gesamten Land aktiv ist und sein will und im gesamten Land Resonanz haben soll und mit der Wirtschaft im Gespräch sein will und muss und mit der Wissenschaft im Gespräch sein will und muss und wir die Anliegen aus Wirtschaft und Wissenschaft in die Politik transferieren und transformieren, deswegen sind wir auch hier. Und im Würzburger Bereich, und das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung als früher Staatssekretär Wissenschaft und Kunst Anfang der 90er Jahre und dann als Wirtschaftsminister ab 93 bis Ende 2005. In Würzburg ist ein sehr innovativer Mittelstand vorhanden, der sich immer weiterentwickelt und fortentwickelt hat, der immer sich für Forschung und Entwicklung interessiert hat, der ein gutes Pflaster war auch für Existenzgründer, der für diese technologische Innovation auch bekannt und berühmt ist, die gesamte Region. Und was auch berühmt ist, das ist der Frankenwein, Herr Präsident Steinmann. Ich begrüße Sie mit der Weinkönigin ganz herzlich bei uns in diesem Raum. Auch das gehört natürlich zum Gesamteindruck, den eine Region vermittelt und für den eine Region bekannt ist und für den eine Region berühmt und beliebt ist. Sehr geehrter Bürgermeister, wir kennen uns seit 70, oder? 75? 70. Wir sind ja nur ein Jahr auseinander. Er ist ein Jahr jünger als ich. Man sieht es ihm auch an. Ich freue mich, dass ich dich bei der Gelegenheit wieder sehe und ich freue mich, dass du heute ein Grußwort sprechen wirst für die Stadt Würzburg bei unserer Hauptversammlung. Ich begrüße, wie gesagt, auch Herrn Arthur Steinmann, den Vorsitzenden des Bezirks Würzburg und Schweinfurt des Wirtschaftsbeirats der Union. Ich danke ihm sehr herzlich für alle Aktivitäten, die er hier entwickelt, für die Themen, die er aufsetzt, für die Veranstaltungen, die er durchführt. Und ich glaube, das hat insgesamt eine hervorragende Resonanz und Sie pflegen den Dialog zwischen Wirtschaft und Politik in einer ganz hervorragenden Art und Weise. Ich möchte einige Gäste namentlich begrüßen. Da bitte ich um Verständnis dafür, dass ich das mache. Das sind natürlich unsere Präsidiumsmitglieder, Herr Dr. Jürgen Kammer,
der unter uns ist. Ich heiße willkommen den Herrn Hans Michelbach, den Bundestagsabgeordneten und Landesvorsitzenden der Mittelstandsunion. Ich begrüße herzlich auch meinen Kollegen, Herrn Dr. Otto Hühnerkopf. Ich kann nicht sagen, er war mein früherer Kollege, sondern ich war sein früherer Kollege. Er ist immer noch im Landtag und vertritt die Themen und Interessen der Region und die Themen auch der Wirtschaft in diesem Bereich. Von den kommunalen Mandatsträgern darf ich Frau Bürgermeisterin Meyerdix willkommen heißen. Dann heiße ich herzlich willkommen die Vertreter der Staatsregierung, der Staats- und Kommunalverwaltung, den Präsidenten der IHK Würzburg-Schweinfurt, Herrn Otto Kirchner, herzlich willkommen, den Präsidenten der Handwerkskammer für Unterfranken, Herrn Walter Häuslein, ebenfalls herzlich willkommen, den stellvertretenden Vorsitzenden der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft Unterfranken, Herrn Karl-Heinz Burkhardt. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und wir freuen uns, dass Sie uns die Ehre geben. Und ich heiße nicht weniger alle Mitglieder und Gäste des Wirtschaftsbeirates bei uns willkommen. Ebenso die Vertreter des konsularischen Korps und die Sponsorenfirmen, die uns mit ihren Möglichkeiten unterstützen und großzügig unterstützen. Herzlichen Dank dafür, sonst wäre oft die Durchführung derartiger Veranstaltungen gar nicht möglich. Ich begrüße sehr herzlich die Vertreter der Medien und Sie alle zusammen und ich denke, das ist jetzt einen Beifall wert. Meine Damen und Herren, bei allen politischen Turbulenzen, die wir erleben in Bayern, in Deutschland, in Europa, auch international, muss man feststellen, es ist nicht nur die große Politik, es ist die Wirtschaftspolitik, die die Menschen berührt und die die Menschen ärgert, zum Teil erfreut, die den Menschen Sorge macht. Das sind Herausforderungen, die bewältigbar sind, die Herausforderungen der Digitalisierung, auch die Herausforderung einer überbordenden Deregulierung, die man zurückschrauben kann. Ich sage auch dazu, so schwierig das ist, auch die Energiewende bedarf einer nicht nur hohen Aufmerksamkeit, sondern der Sorge der Politik, damit die Versorgungssicherheit, damit auch in Zukunft eine sichere, eine preiswerte und eine umweltfreundliche Energie zur Verfügung stellt. Bisher haben wir sehr vieles umgestellt, die CO2-Ziele aber nicht erreicht. Bisher sind wir dabei, die Kernkraftwerke abzuschalten, die CO2-frei waren. Und jetzt ist eine Kommission eingesetzt, die Kohlekraftwerke sukzessive aus dem Markt nehmen soll, meine Damen und Herren. Ich sage hier auch dazu, allein mit den Regenerativen können wir unsere Energieversorgung nicht bewältigen. Und wir sind in Deutschland als Industriestandort, der wir sind, Gott sei Dank, weil wir daraus auch unsere Leistungsfähigkeit beziehen und auch das Nachfragepotenzial für Handwerk und Handel und Dienstleistungen, für Fremdenverkehr, für die Steuereinnahmen, für unser Bildungssystem, für unseren Kulturstaat, für unser Sozialsystem. Wenn das alles weiter rundlaufen soll, dann brauchen wir als Grundlage eine gesicherte Energieversorgung. Wenn wir hier an dem Fundus nach unten schrauben, dann gefährden wir genau das. Für mich war es interessant, dass Herr Präsident Macron bei seiner Rede in der Sorbonne, die ja immer zitiert wird, zu europapolitischen Themen, eine Vision aufgemacht hat, auch zum Thema Energieversorgung. Er hat gesagt, wir werden große, lange Leitungen bauen von Frankreich nach Spanien und Portugal, weil Spanien und Portugal viel Wind und viel Sonne hat. Den wollen wir nutzen. Aber die Länder können von uns dann die Kernenergie nutzen, wenn bei ihnen die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Das ist ein großer Verbund. Aber klar war auch, man braucht das Backbone, man braucht die Alternative zu den Regenerativen. Die haben wir in Deutschland, wenn wir so weitermachen, nicht. Und wenn wir nicht genügend Gaskraftwerke bauen können oder wollen, haben wir sie auch nicht. Dann werden wir am Schluss, und so paradox wird das enden, im Rahmen eines europäischen Energieverbundes in Deutschland Kernenergie aus Frankreich und anderen Nachbarländern haben und Kohle aus dem Osten. Was ist dann besser im Vergleich zu der Situation früher? Ich werfe die Frage nur auf. Die eigentliche Sorge ist, dass die Energieversorgung auch in Zukunft gesichert wird und dafür gibt es einiges zu tun.
Und wir sollten auch schauen, dass unsere Sozialsysteme nicht überfordert werden. Im Rahmen der demografischen Entwicklung sind hier einige Fragezeichen zu setzen. Und ich spreche die europäischen Probleme nur kurz an. Die Schuldenprobleme der Länder sind noch nicht gelöst. Die Stabilisierung des Euro braucht nach wie vor entsprechende Entscheidungen. Unser Hauptproblem ist allerdings zurzeit die protektionistische Politik, die aus den USA kommt und offensichtlich fortgesetzt wird. Was wir heute auch in der Früh gehört haben, sollte man sich darauf einstellen, dass Trump seine Ankündigungen wahr macht und den jetzigen Zöllen auch die Zollerhöhungen bei der Automobilindustrie folgen und dann möglicherweise bei weiteren Produkten. So, wenn das kommt, gibt es entsprechende Gegenzölle aus Europa. Es gibt auch Gegenzölle dann oder Zollerhöhungen aus China. Das Ganze, was wir jetzt hatten bisher und in den letzten Jahrzehnten gehabt haben im Rahmen der Globalisierung und Internationalisierung, die regelgebundene Wirtschaftsordnung, wo der Wettbewerb fair und frei war, wo Verstöße gegen den Wettbewerb durch Klagen bei der WTO weitestgehend unterbunden werden konnten, wo die Länder sich darauf konzentriert haben, dass sie das, was sie besser können als andere, herstellen. Diese Wirtschaftsordnung scheint sukzessive in den Bach hinunterzugehen. Und manche, die bei uns von der Renationalisierung reden, werden sich wundern, wenn wir die Globalisierung nicht mehr nutzen können, haben wir schlagartig ein paar Millionen mehr Arbeitslose. Das ist zum Nachteil Deutschlands. Wir leben mit unserer Exportstärke davon, dass die Märkte offen sind. Andere Länder auch, aber wir insbesondere. Und ich sage dazu, die Globalisierung, die von manchen kritisiert wird, war für unsere wirtschaftliche Entwicklung ein Segen. Und sie war für alle Länder, die sich an der Globalisierung beteiligt haben, ein Segen. Da kann man nach China schauen, nach Indien, nach Malaysia, nach anderen Ländern. Da kann man die Länder alle durchgehen. Und da kann man sogar nach Afrika schauen, die sich nicht beteiligt haben an dem Prozess. Die hatten den Segen nicht. Also, alles das, was sich positiv entwickelt hat, sollte man auch erhalten und weiter ausbauen. Im Übrigen, das waren ja nicht irgendwelche Ideen, die die Leute hatten, das waren Erfahrungen aus den 20er und 30er Jahren, als man damals schon die Nationalisierung der Volkswirtschaften propagiert hat und gemeint hat, damit, dass man Zölle aufbaut, schützt man die eigene Wirtschaft. Man hat überall Arbeitslosigkeit erzeugt. In England, in Frankreich, in Deutschland, in den USA auch. Das Resultat war, dass nach dem Zweiten Weltkrieg oder zum Ende des Zweiten Weltkrieges, das war die sogenannte Pazifikerklärung zwischen Roosevelt und Churchill, festgelegt worden ist, wir wollen die offenen Märkte haben. Das Resultat war, dass dann zum Ende des Zweiten Weltkrieges Bretton Woods stattgefunden hat mit der Festlegung der Wechselkurse, damit die Länder nicht durch die Veränderung der Wechselkurse sich handelspolitische Vorteile rausholen können. Das Resultat war die Gründung des Weltwährungsfonds und die Gründung der Weltbank, damit Länder, die leistungsschwach sind, weiter nach oben kommen und Länder, die vorübergehende Unterstützung brauchen über den Weltwährungsfonds, unterstützt werden können. Das Resultat war dann das GATT, das internationale Zoll- und Handelsabkommen, mit der Meistbegünstigungsklausel, die gelautet hat, wer bestimmten Ländern Tarife, Zolltarife einräumt, muss sie auch allen anderen einräumen. Das hat gegolten bis zum Jahre 1994 und wurde abgelöst durch die WTO, durch die World Trade Organization. Und, meine Damen und Herren, es hat sich von 1946 bis 1994 der Welthandel ver-70-facht. Ver-70-facht. Und von 1994 nach Einführung der WTO, die ja auch ein Klagerecht gebracht hat, wo bestimmte Entscheidungen kritisiert werden konnten, auch gerichtlich angefragt oder in Frage gestellt werden konnten, noch einmal ver-vierfacht. Also das war ein Riesenaufschwung für viele Länder und das alles jetzt in Frage zu stellen, ist eigentlich ja, unverantwortlich. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Und wenn wir sehen, dass das nicht nur generell in Frage gestellt wird durch Zölle, die aufgetischt werden, sondern auch indirekt in Frage gestellt wird. Warum? Weil bei dem Schiedsgericht, bei der WTO 9 Richter gefragt sind, 4 sind nicht besetzt, der 5. scheidet jetzt dann auch aus. Wenn der nicht mehr nachbesetzt wird, dann ist das Schiedsgericht arbeitsunfähig. Und Amerika verweigert seine Mitwirkung. So kann man sowas auch aushöhlen. Die regelgebundene internationale Wirtschaftsordnung, der internationale Handelsaustausch, der sich an diese Regeln im Wesentlichen bisher gehalten hat, wäre dadurch ausgehöhlt. Und ich kann nur sagen, das kann sich zu einer
schwierigen Situation, wenn nicht zu einer Katastrophe entwickeln. Man kann die eigene Wirtschaft nicht durch zu hohe Zölle oder durch neue Zölle schützen, noch dazu, wo diese Zölle falsch begründet sind, weil sie mit Sicherheitsüberlegungen begründet werden. Aber das will ich jetzt gar nicht mehr weiter vertiefen. Ich kann nur sagen, wenn wir im Rahmen dieser Machtzentren USA, China, Russland, Indien kommt auch, noch eine Rolle spielen wollen, dann spielen wir das nicht als Deutschland, sondern nur als vereintes Europa. Dann müssen bestimmte Kompetenzen auf Europa übertragen werden oder Europa muss seine Kompetenzen ausspielen, weil wir sonst unter die Räder kommen. Ich habe kürzlich einen Vortrag gehalten, der hat so schön aufgegliedert, Deutschland ist jetzt bei den internationalen kräftigen Ländern noch bei den ersten 10 dabei, England auch noch, in 10 Jahren ist nur einer dabei und in 15 Jahren ist keiner mehr dabei. Und es braucht keiner glauben, wenn wir nicht bei den stärkeren Ländern sind, dass jemand auf uns Rücksicht nimmt. Bei den internationalen Vereinbarungen. Wenn das nicht europäisch läuft, läuft es gar nicht. Und Sanktionen und Strafzölle und Vergeltungszölle setzen eine Protektionismus-Spirale in Gang, die uns nie und nimmer gefallen kann. Dazu kommen daneben noch die bayerischen Themen, die sollte man nicht unterschätzen. Das sind die Themen der Digitalisierung auch im Mittelstand. Das sind die Themen der Infrastruktur, das sind die Themen der Fortentwicklung unserer Betriebe, das sind die Themen der beruflichen Bildung, das sind die Themen auch des Fachkräftemangels, die wir haben, über den die Betriebe jammern und klagen. Das sind die Dinge, die landespolitisch gelöst werden müssen. Wir können also nicht nur auf andere Länder zeigen oder auf andere Organisationen, sondern wir müssen sehen, dass wir diese Themen auch im Lande lösen. Und ich denke, dass Herr Generalsekretär Blume uns zu diesen Dingen auch einiges sagen wird, den ich hiermit herzlich willkommen heiße. Lieber Markus, herzlich willkommen in unserer Runde. So, und bevor du dran bist, bitte ich Herrn Bürgermeister Dr. Bauer um sein Grußwort und dann unserem regionalen Präsidenten Herrn Steinmann. Danke. Ja, Herr Präsident, Dr. Otto Wieser, lieber Otto, das ist schön, dass man sich wieder sieht, denn als Kabinettsmitglied hat er wirklich große Spuren in Würzburg hinterlassen. Er war sehr oft in Würzburg, hat diskutiert und hat auch viele, viele Gaben aus München mitgebracht, in Hochschulbereichen, überall, da muss man so ein Dankeschön sagen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Präsidenten, wie Sie da vorne aufgereiht sitzen, Vorsitzender Arthur Steinmann als Bezirksvorsitzender des Wirtschaftsbeirats, natürlich Königin, Hoheit, Clara, das ist schön, dass eigentlich sie da ist, ja. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie für die Stadt Würzburg. Oberbürgermeister Schugart ist anderweitig unterwegs. Ich darf es gerne tun, mache das auch gerne. Es ist für uns eine Ehre, wenn Sie den Wirtschaftstag hier in 18 hier in Würzburg durchführen. Und ich begrüße vor allen Dingen neben den lokalen Moderatoren die auswärtigen Gäste. Nun bei Betrachtung, meine sehr verehrten Damen und Herren, der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation gibt es immer Schatten und auch Licht. Sie kommen zu uns zu einem Zeitpunkt nach Würzburg, an dem wir uns in Würzburg, in Mainfranken, über sehr viele Licht freuen dürfen. Aber ich kann mich noch erinnern, als wir Dr. Osser, wie es einmal angesprochen haben, wir kriegen einen Haushalt zusammen, 2001, 2002, konnte ich mal den Bussard mal kennenlernen, den hat er geschickt, unterhalte ich mal mit der Fraktion darüber, was wir alles in Würzburg so falsch machen oder besser machen können. Also da bin ich dankbar, immer wieder Hilfe von dort erfahren zu können. Also im Augenblick kann ich für Würzburg, für den Raum Mainfranken über sehr viel Licht erzählen. Und ich glaube, es liegt auch etwas daran, dass eigentlich die Zusammenarbeit, ja, so eine Art Konsenspolitik zwischen den Gebietskörperschaften einer Region Franken, alle
Landkreise bzw. und Städte sind zusammengeschlossen. Aber gerade Zusammenarbeit mit den Kammern, Herr Präsident Kirchen und Herr Präsident von Handwerkskammer Hüsland, das ist nicht selbstverständlich. Und auch mit den Universitäten, eigentlich, das hat sich in den letzten wirklich Jahren zum Segen für diese Region entwickelt. Muss allerdings sagen, Konsenspolitik heißt auch, dass unsere Mandatsträger in München und Berlin wirklich, wirklich festgearbeitet haben für uns. So konnte viel erreicht werden. Nun, ein dauerhaft überaus positiver Aspekt ist natürlich unsere exzellente akademische Grundausstattung, das, wenn ich das so mal so sagen darf. Wir sind stolz auf die drei Hochschulen, die sehr renommiert sind und etwa 35.000 Studierende in Würzburg haben. Die Universität mit 14 Nobelpreisträgern wartet darauf, dass sie bald wieder einen hat. Gestern war nämlich auf dem Campus der Universität Würzburg, hat junge Forscher forscht. So viele Leute waren da. Und seit 2014, die Würzburg die Stadt der jungen Forscher ist hier eine unheimliche Dynamik entwickelt mit den Schulen. Alle wollen Naturwissenschaften und studieren, wenn es so weitergeht, was nur gut ist. Natürlich praktische Handwerker brauchen wir auch, Berufsausbildung. Ja. Also es ist wirklich eine Aufbruchstimmung da, wirklich viel zu tun für die Bildung. Ja, und das gewaltige Potenzial für unsere Stadt und die Region und Würzburg als Wirtschaftsstandort. Ja, da muss man natürlich einmal sagen, wir haben die Jahrhundertchance, dass das Konversionsareal am Hubland mit 139 Hektar gut erschlossen wird. 100 Hektar sind vorgesehen für einen neuen Stadtteil mit 4.500 Einwohnern und 39 Hektar sind für die Erweiterung und Verbesserung unserer Hochschule, unserer Universität. Einmal hat der bayerische Ministerpräsident gesagt, wenn der Hubland ausgebaut ist, die Universitätserweiterung mit 39 Hektar, sind wir der zweitgrößte Universitätsstandort in Bayern. Damals wurde noch nicht gesagt, dass Nürnberg auch eine Uni bekommt. Ich weiß nicht, wie das sich entwickelt. Aber jedenfalls ist so gesagt worden, wir arbeiten dran. Wir haben ja ganz wichtig, wir haben jetzt das neue Dings auch das Zentrum für Digitalisierung bekommen. Da freuen wir uns. Der Staatsminister Pschirer war ja selber da gewesen, hat es eingeweiht. Es soll ja gerade erreicht werden, dass in dieser Region einfach die Innovation, digitale Innovation auf allen Ebenen vorangetrieben wird. Dann die Zusammenarbeit. Gründerzentrum, IGZ und DGZ, wo wir die Kammern, Gebietskörperschaft beieinander sind alle voll ausgelastet. Wir haben hier wirklich eine sehr gute Performance, um zu erreichen, dass die Forscher, die an der Universität Würzburg tätig sind, nach Möglichkeit nicht immer abwandern nach Oberbayern überall, sondern wir brauchen sie im Norden, dass wir hier wirklich dafür sorgen, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Denn, ja, Dr. Hühnerkopf kommt hier. Also von daher gesehen, der Staatsminister war ja bei der Eröffnung des KUBE, da digitale Zentrum, auch dabei gewesen. Nun, ich wünsche für die Sitzung heute, dass Sie viele Fragen beantworten. Ich hoffe, dass Sie zielführenden Meinungsaustausch pflegen und einen fruchtbaren Gespräch. Insbesondere der Präsident Dr. Otto Wiese hat es angesprochen. Es geht praktisch ja, bei Vollbeschäftigung um einfach den Fachkräftemangel. Es geht einfach um die leerstehenden Ausbildungsplätze. Wenn ich die IHK Würzburg gelesen habe, sind über 700 Ausbildungsplätze in Unterfranken nicht besetzt. Das ist also ganz katastrophal. Und allein dadurch, dass wir zu wenig Fachkräfte haben, habe ich da gelesen, dass in Unterfranken schätzungsweise 1,7 Milliarden Wirtschaftsleistung nicht erbracht werden kann. Also es ist gefragt, der Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Politik, um diese Problematik zu meistern. Es ist wirklich nicht einfach. Sie haben eine große Aufgabe heute. Ich wünsche einen guten Aufenthalt in Würzburg und vergessen Sie nicht, die Landesgartenschau zu besuchen und vergessen Sie nicht, ein Gläschen Wein zu trinken. Der Wein, oder wie es hat schon gesagt, das ist für die Kreativität wichtig. Für die Gesundheit, gegen Durst und so weiter ist wichtig, gell, Herr Stein? Aber da kommt es davon, welchen Wein man trinkt, das ist auch der Mediziner, ob Rotwein. Aber er schafft eigentlich Kommunikation, löst die Zunge und bringt uns zusammen. Schönen Tag.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich hier begrüßen und ich freue mich, dass so viele Mitglieder und Gäste zum Wirtschaftstag in Bayern 2018 des Wirtschaftsbeirates Bayern ins VCC hier gekommen sind. Ich bin glücklich darüber, Herr Präsident Dr. Wiesoy, dass diese Veranstaltung heute in Würzburg stattfindet, im Bezirk Würzburg-Schweinfurt, wo ich auch Vorsitzender bin. Wir alle wissen, und Adolf Bauer hat es ja gerade gesagt, Würzburg ist schon eine geniale Stadt mit unheimlicher Vielfalt. Aber sie ist auch die Hauptstadt des Frankenweines und deshalb ist dieser Standort auch gut gewählt, denn auch das hat Adolf Bauer ja schon angesprochen, der Wein regt tatsächlich den Geist an. Er bringt uns manchmal in geistige Sphären, wo wir ohne den Wein gar nicht hinkommen. Das hat schon Johann Wolfgang von Goethe festgestellt, er hat nämlich gesagt, viele verschlafen ihren Rausch, ich schreibe meinen auf. Er hat gesagt, er hätte nie so viel geschrieben, hätte er nicht so viel Frankenwein getrunken. Also da ist schon was dran und deswegen ist der Standort hier heute gut gewählt. Und darum gibt es jetzt auch nach Anschluss an diese Veranstaltung heute, an dem Wirtschaftstag Frankenwein, damit Sie die anregenden und inspirierenden Gespräche geistig besser verarbeiten können. Vielleicht machen Sie es dann wie Johann Wolfgang von Goethe und schreiben Ihre Eindrücke unmittelbar auf. Ich würde Ihnen den Rat geben. Ein lebendiges Miteinander wird bei uns auch auf der alten Mainbrücke im Zentrum der Stadt gepflegt. Sie sehen das hier auf dem Bild hinter mir. Man trifft sich auf einem Brückenschuppen mit Blick auf die Feste Marienberg. Es wird geplaudert, gelacht, musiziert und das alles bei einem guten Glas Silvaner. Viel besser können Begegnungen in der Tat nicht verlaufen oder auch neue Bekanntschaften gemacht werden. Die Brücke mit ihrer Vitalität und der positiven Botschaft haben wir ins Zentrum auch unserer Dachmarkenkommunikation für den Frankenwein gestellt. Und dieses Schlüsselmotiv mit dem neuen Logo werben seit einigen Monaten dafür, unser Franken-Silvaner-Heimat seit 1659 zu erleben und diese unglaubliche, vielseitige, ja perfekte Rebsorte zu genießen, ihre Winzer zu treffen, unsere Region zu entdecken. Auch das macht einfach den Norden Bayerns aus, was in Oberbayern die Berge und die Seen sind. Das sind halt hier im Norden Bayerns die Weinberge. Und wenn ich die IHK, die Handwerkskammer und auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft hier am Tisch sehe, dann hilft es sicherlich auch den Unternehmen, den Mittelständlern, denn wo intakte Kulturlandschaften sind, wo man sich wohlfühlen kann, wo unverdorbene Menschen leben, da zieht es auch andere Menschen hin. Wenn sie also Bewerbungen machen für ihre Mitarbeiter, dann ist das schon ein Pfund, dass man, wenn man in Würzburg oder in der Weinregion eine Stellung annimmt, dass man dort arbeitet, wo andere eben Urlaub machen. Ich werde auch immer wieder mal gefragt, meine Damen und Herren, was motiviert mich als Winzer, ich bin ja Winzer, habe ein eigenes Weingut und Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes dazu, mich im Wirtschaftsbeirat Bayern da so aktiv einzusetzen. Mich überzeugt, meine Damen und Herren, dass der Wirtschaftsbeirat Bayern ein branchenübergreifender und politisch unabhängiger Berufsverband ist. Ich liebe diese Unabhängigkeit. Dass er die Interessen von annähernd 2000 Mitgliedern vertritt. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, das sind Führungskräfte aus der Wirtschaft, das sind Vertreter der freien Berufe sowie international operierende Großunternehmen und auch mittelständische Betriebe aus ganz Bayern. Er informiert aus erster Hand, diskutiert mit Entscheidungsträgern, er nimmt positiven Einfluss auf die Wirtschaftspolitik und dient somit gesamtwirtschaftlichen Interessen. Er ist ein Sprachrohr der bayerischen Wirtschaft und Wegweiser für die Politik mit dem Leitbild der sozialen Marktwirtschaft. Und wer könnte da besser sein, um so einen Verband zu führen, als der ehemalige Wirtschaftsminister Dr. Otto Wiesoy. Und Herr Wiesoy, ich habe Sie als junger Mensch schon sehr geschätzt. Es gab immer mal Gespräche beim Abendessen, beim Mittagessen mit meinem Vater und er hat Sie auch geschätzt und Sie waren immer irgendwo ein Thema. Also Sie haben eine grandiose Reputation. Dass ich mit Ihnen jetzt in dem Verband zusammenarbeiten darf, das ehrt mich sehr. Das Bemerkenswerte aber am Wirtschaftsbeirat ist auch, dass er nahe am Menschen ist. In 25 Bezirken bündeln wir die Interessen der Mitglieder vor Ort. Es geht immer erst einmal um die Region vor Ort, um die Bedürfnisse der Region. Hier werden dann konkrete Lösungsvorschläge erarbeitet und Impulse für die politischen Entscheidungen gegeben. Ich möchte da mal ein Beispiel nennen. Es ist jetzt nicht die ganz große Politik, aber ich will mal zeigen, was da passieren kann, wenn sich regionale Allianzen bilden. Seit vielen Jahren wünscht sich die Region Mainfranken die Erweiterung der Mainschleifenbahn, also einen Brückenschlag von Würzburg an die Mainschleife nach Volkach.
Seit über 20 Jahren arbeitet ein Förderverein Main-Schleifenbahn am Erhalt dieser Strecke und hat in Tausenden von ehrenamtlichen Arbeitsstunden zumindest eine Teilstrecke erhalten können, sonst gäbe es die gar nicht mehr. Und jetzt ist es gelungen, auch in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsbeirat Bayern, dass drei Landkreise, vier Bürgermeister, das Kommunalunternehmen und der Wirtschaftsbeirat Bayern eine regionale Allianz gebildet haben und sie haben sich dazu vereint, um diese Strecke Volkach-Würzburg wieder zu reaktivieren. Das ist für Pendler, für Schüler und Touristen, wäre diese Umsetzung ein Segen und für die Zufahrtsstraßen und den Feinstaub in Würzburg sicherlich eine spürbare Entlastung. Und Herr Dr. Wiesau, Sie haben es heute früher selber erlebt. Sie haben gesagt, so vom Südbayern her war alles kein Problem und dann vor Würzburg, auf einmal sind Sie in Schwierigkeiten, in Nöte gekommen, Sie konnten nicht mehr rechtzeitig zur Präsidiumssitzung da sein. Das hängt auch damit zusammen, dass die Zufahrtsstraßen nach Würzburg doch sehr überlastet sind. Wir führen Gespräche mit dem Bayerischen Rundfunk, wie kürzlich mit der Frau Dr. Degmeier, auch hier, dass die Region Unterfranken auch im Bayerischen Fernsehen mehr zur Geltung kommt. Wir organisieren gemeinsam mit der Mittelstandsunion den Mittelstandstag, zum Beispiel auf dem Wörlitzer Hof. Wir halten Kooperationen mit der IHK, mit der Handwerkskammer und mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, um vielleicht hier mal ein paar Institutionen zu nennen. Unser Ziel ist es, jährlich mindestens ein Mittelstandsunternehmen zu besuchen, um vor Ort gemeinsam mit Politik und Wirtschaft im Dialog zu sein. Ganz nach dem Credo des Wirtschaftsbeirates Bayern, nicht übereinander reden, sondern miteinander reden. So schaffen wir Synergien, heben Potenziale und stärken die regionale Wirtschaft, um unsere Heimat noch attraktiver gestalten zu können. Der Drei-Sterne-Koch Heinz Winkler, den wir kürzlich mal erlebt haben, der sagte in einem Vortrag, wenn man die Heimat liebt, liebt man die Schöpfung Gottes. Meine Damen und Herren, ich bin sehr froh darüber, dass ich zwei engagierte Herren an meiner Seite habe, nämlich Herrn Klaus Wickuck. Sie werden ihn nachher auch hier an der Podiumsdiskussion erleben. Er ist Vorstand der Kastellbank und Herrn Dr. Markus Schädler von der Rechtsanwaltskanzlei Bendel und Partner. Gemeinsam wollen wir den Bezirk des Wirtschaftsbeirates Bayern, Würzburg-Schweinfurt, mit Leben erfüllen, um ein starkes Sprachrohr nach München zu haben. Wir wollen nicht lamentieren, sondern aufstehen, das Wort erheben und positiv auf uns aufmerksam machen. Denn die Wirtschaft muss das Wort erheben, wenn sie gehört werden will. Ich fordere Sie jetzt, die noch nicht Mitglied sind beim Wirtschaftsbeirat, nicht auf, Mitglied zu werden. Aber wenn Sie Ihre Heimat lieben und damit die Schöpfung Gottes, wie es Herr Winkler zum Ausdruck gebracht hat, dann haben Sie mit dem Wirtschaftsbeirat Bayern ein Forum, wo Sie einerseits eine starke Stimme bis nach Brüssel haben und andererseits wertvolle Informationen aus erster Hand erhalten. Also es lohnt sich dabei zu sein. Das erkannte schon Woody Allen, als er sagte, 90% des Erfolgs ist dabei sein. Also seien Sie dabei. Also wenn Sie wollen, ich glaube, wir hätten sogar Beitrittserklärungen dabei und Dr. Schachtner, wir kriegen das dann hin, also spontan oder auch zu einem späteren Zeitpunkt. Sie können dann, wenn Sie Mitglied sind, mit dazu beitragen, die Region zu stärken. Sie nehmen Anteil an einem großen Netzwerk und bekommen Informationen aus erster Hand. Mich hat diese Einstellung, was ich jetzt gesagt habe, jedenfalls überzeugt und deshalb bin ich hoch motiviert, mich für den Wirtschaftsbeirat Bayern zu engagieren. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie heute Ihre Erwartungen an die Landesregierung anbringen können, um weiterhin gute Rahmenbedingungen für Ihre Unternehmen zu haben. Ich wünsche Ihnen viel Inspiration am heutigen Tag und Erfolg dann beim Umsetzen der gewonnenen Erkenntnisse. Und ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Herr Bürgermeister Bauer, Herr Steinmann, Herr Präsident Steinmann, ich danke Ihnen für Ihre Grußworte. Es ist, glaube ich, immer eine gute Gelegenheit, den Besuchern die Region näher zu bringen und über die Vorzüge auch der Region zu sprechen. Und da hat ja Würzburg einiges zu erzählen und zu bieten. Und ich danke Ihnen, Herr Präsident Steinmann, dass Sie Sinn und Zweck und Aufgaben des Wirtschaftsbeirates in so hervorragender Weise geschildert haben und auch seine Nützlichkeit, dass Sie, glaube ich, alle hier überzeugen konnten, besser als ich das tun könnte. Vielen Dank und das war hervorragend. Ich begrüße nochmal Herrn Generalsekretär Markus Blume, danke ihm, dass er eingesprungen ist für den Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer. Wir haben ja die Erwartungen an eine zukünftige bayerische Staatsregierung
auf dem Programm und wir haben ja eine ganze Reihe von Themen, die dir natürlich bekannt sind als langjähriges Mitglied im Bayerischen Landtag, der sich mit wirtschaftspolitischen Themen immer auseinandergesetzt hat. Ich habe vorher ein paar Dinge angesprochen, das ist natürlich die Digitalisierung, das ist das Thema Fachkräftemangel, das ist die berufliche Bildung, das ist die Kooperation zwischen Hochschule und Wirtschaft, das ist die Existenzgründung in vielen Fällen. Das ist aber auch bei vielen Betrieben, bei mittelständischen Betrieben oder Handwerksbetrieben, die Frage der Betriebsübergabe oder Übernahme, die sich ja in vielen Fällen schärfer darstellt, als das in früheren Jahren der Fall war. Und wenn es geht, geht es ja natürlich auch darüber hinaus. Das sind die Fragen der Steuerreform und die Anreize für Investitionen. Das ist nicht nur ein Thema in Bayern, sondern auch im Bund. Das ist die Frage, wie man den Kapitalstock bei uns in der Wirtschaft so erhält, dass wir auf Dauer wettbewerbsfähig bleiben. Und wenn du vielleicht die eine oder andere Information noch hast zu den großen Themen der Globalisierung oder des Protektionismus, die alle stören und berühren, dann wären wir dafür auch dankbar. Mittelfranken ist eine Region, Unterfranken ist eine Region mit starken, großen Betrieben, hat aber eine gute Mischung von Groß-, Mittel- und Kleinbetrieben, hat viele mittelständische Familienbetriebe, die natürlich mit ihrer gesamten Existenz an den Betrieben hängen und die sich für wirtschaftspolitische Themen nicht nur interessieren, sondern deren Leben das richtige Wirtschaften unter ordentlichen Rahmenbedingungen ist. Und Herr Stellmann, Sie haben es angesprochen, die beste Grundlage für uns ist nach wie vor die soziale Marktwirtschaft. Wir haben sie seit 70 Jahren. Ich hatte vor zwei Wochen einen Vortrag gehört, wo einer gesagt hat, wie viele Rückgänge hatten wir in der wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten 70 Jahren? Wie viele Jahre mit Rückgängen? Genau 6. Die andere Zeit ging es immer aufwärts. Und wenn wir die Weichen vernünftig stellen, dann können wir auch dafür sorgen, dass das zügig oder zumindest ordentlich so weitergeht. Wir sollten nicht leichtsinnig werden, wir sollten die Wirtschaft nicht überlasten und überfrachten. Wir sollten ihr die Spielräume geben, die sie braucht. Und wir sollten dem, was die Initiativkraft des Menschen am meisten befördert, nämlich seiner persönlichen und wirtschaftlichen Freiheit, immer auch den Spielraum geben, den jeder verdient und mit dem es gerechtfertigt ist, auch die Vorzüge der sozialen Marktwirtschaft weiter nach vorne zu bringen. Du hast das Wort. Dankeschön. Ja, lieber Otto Wiesheu, Herr Bürgermeister Bauer, Herr Steinmann, meine sehr geehrten Damen und Herren. In der Tat, es war etwas kurzfristig, aber wir kennen uns ja lange, lieber Otto Wiesheu, und du weißt auch, wie sehr ich die Arbeit des Wirtschaftsbeirats Bayern schätze. Deswegen war es im Grunde Ehrensache, dass ich heute hier für Franz Josef Schierer einspringe, der einen Termin hat, wo es ihm, glaube ich, nicht viel Nachdenken braucht, zu sagen, er wäre lieber hier als beim Untersuchungsausschuss. Aber die Prüfungen, die die bayerische Opposition für einen bereithält, die muss man dann auch annehmen, wenn sie sich schon nicht in der Sache mit uns auseinandersetzen, dann im Wege von Untersuchungsausschüssen und dergleichen. Ich darf ihn ganz herzlich entschuldigen und umgekehrt auch die besten Wünsche und Grüße von ihm, von der bayerischen Staatsregierung überbringen und bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich heute hier sein kann, weil der Austausch zwischen Wirtschaft und Politik einer ist, der vielleicht zum bayerischen Erfolgsmodell schlechthin gehört. Ich bin gerade beim Reinkommen gefragt worden von einem Fernsehsender, was denn das Besondere hier in Bayern ist. Und ich glaube, es ist vielleicht nicht das blinde, aber doch das sehr genaue gegenseitige Verständnis, was die Wirtschaft auf der einen Seite von der Politik erwarten kann und umgekehrt aber auch wiederum, was die Politik von der Wirtschaft erwarten kann oder worauf sie sich verlassen kann. Es ist über mehr als 6 Jahrzehnte unter CSU-Regierung hier bestens eingespielt und deswegen ist es gut, solche Foren wie heute von euch, lieber Otto Wiesheu, auch zu nutzen für eben diesen Gedankenaustausch. Etwas ins Zögern bin ich gerade gekommen, als hier ich die Frage gesehen habe hinter mir, was nämlich die Erwartung an die neue bayerische Landes- oder Staatsregierung ist. Also meine Geschäftsgrundlage bisher war, dass die neue auch die alte ist. Ich hoffe, wir sind uns in dieser Frage einig, aber da sind wir dann auch gerne bereit, alle Fragen auszutauschen, was die Erwartungen an diese alte und dann auch wieder neue Regierung sind. Den Werbeblock, meine Damen und Herren,
dass, wie gerade vom Herrn Steinmann geliefert, dass Sie Mitglied im Wirtschaftsbeirat werden können. Der, glaube ich, war wichtig. Ich habe übrigens auch ein paar CSU-Aufnahmeanträge dabei. Also wer nach meinen Ausführungen das Gefühl hat, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, auch politisch Flagge zu zeigen, wir kommen zusammen. Meine Damen und Herren, die Zeiten heute, in denen ich zu Ihnen spreche, sind noch mal völlig andere als vor einem Jahr, vor 3 Jahren oder auch vor 5 Jahren. Und wir merken auf allen politischen Verantwortungsebenen, liebe Angelika Niebler im Europäischen Parlament, genauso wie im Bayerischen Landtag, lieber Otto Hühnerkopf, dass auch politisch sich unglaublich viel verändert hat. Ich behaupte mal für die Kollegen, die heute mit mir hier sind, in aller Ehrlichkeit, unsere politische Arbeit ist nicht einfacher geworden. Denn auf der einen Seite erleben wir, dass die wirtschaftliche Lage, die Gesamtlage des Landes nach wie vor so gut ist wie im Grunde noch nie zuvor. Wir haben Rekordwirtschaftswachstum, der zweitlängste Aufschwung in der Geschichte dieser Bundesrepublik. Wir haben einen Rekordniedrigstand bei der Arbeitslosigkeit, 2,7% im Freistaat Bayern, über alle Regierungsbezirke und hier in Unterfranken, was ja auch immer noch so ein bisschen die Steigerung von Bayern ist, 2,5% aktuell. Das heißt, wir haben hier in weiten Teilen Vollbeschäftigung. Wir haben gleichzeitig einen Rekordhaushalt, lieber Otto Hühnerkopf, gerade im Bayerischen Landtag wieder auf den Weg gebracht. Mit Rekordausgaben, mit Rekordinvestitionen und gleichzeitig auch noch mit Rekordschuldentilgung. Das heißt, wenn es nur nach den Fundamentaldaten ginge, dann könnte man sagen, es ist wirklich alles bestens bestellt. Die Lage ist hervorragend. Die politische Stimmung, die Stimmung in der Bevölkerung kontrastiert da ein wenig. Andernfalls wäre auch das Bundestagswahlergebnis nicht so gewesen, wie es nun mal war am 24. September. Das heißt, die Lage ist gut, aber die Stimmung ist schlecht. Und das ist so das Erste, mit dem wir politisch umgehen müssen als Widersprüchlichkeit. Das Zweite, meine Damen und Herren, wir haben gerade in den letzten 2 Wochen erlebt, die Menschen erwarten, dass Politik nicht antritt zum Reden, sondern etwas durchsetzt. Und wenn man dann ringt um eine Position und das Ringen etwas andauert, dann kommen aber auch sehr schnell die anderen, die sagen, aber streitet bitte nichts und wehtun darf es auch nicht. Das war ungefähr die Gefühlslage, die die letzten 2 Wochen eine große Rolle gespielt hat. Ja, und dann gibt es seit der Bundestagswahl auch so eine Gefühlslage, die heißt, es muss sich in diesem Land endlich wieder etwas bewegen. Wir brauchen einen neuen Aufbruch. Und eine halbe Stunde später sagen dieselben Leute dir, aber bitte stellt sicher, dass sich irgendwie nichts verändert in dem Land. Es soll am besten so bleiben, wie es ist. Sie merken schon, meine Damen und Herren, wo ich hinaus will, es ist kompliziert, es ist vielleicht widersprüchlicher geworden, als es früher der Fall war. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir ja in ein neues Zeitalter eintreten, ein Zeitalter, wo Veränderung die neue Normalität wird. Wir haben über einen langen Zeitraum, beginnend vielleicht mit der deutschen Einheit, ein hohes Maß an Stabilität in Europa, in der Welt, vor allem auch hier in diesem Land gehabt. Und spätestens auch seit der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise gab es ja im Grunde nur noch einen Weg, auch in diesem Land, nämlich nach oben. Die Zeiten des kranken Manns in Europa, auch die scheinen lange vorbei. Und trotzdem, meine Damen und Herren, merken wir, dass sich Verunsicherung breit macht. Und Verunsicherung ja übrigens ein ganz wichtiger Indikator ist, vielleicht dann auch irgendwann für etwas, was sich in wirtschaftliche Schwäche umsetzt, weil Angst und Verunsicherung nie ein guter Ratgeber ist und vor allem auch keine gute Grundlage für Zukunftsinvestitionen. Was uns mindestens genauso sehr beschäftigen muss, ist, wenn sich Angst in politischen Veränderungen niederschlägt. Und so glaube ich, dass wir relativ genau sehen, dass dieses Land im Jahre 2018 ein anderes ist. Ein anderes ist als im Jahre 2015 und nochmal ein völlig anderes als im Jahre 2009 oder 2010. Ich sehe es als unsere große Aufgabe an, dass wir mit dieser politischen Verunsicherung, mit diesen großen Veränderungen umgehen müssen. Otto Wiesheu hat einige schon genannt. Digitalisierung, technische Entwicklung, sie ist dabei, die Welt von Grund auf zu verändern. Und meine Damen und Herren, wir würden den größten Fehler machen, wenn wir diese Veränderungskraft auch nur ansatzweise unterschätzen. Digitalisierung heißt, wir treten ein in ein Zeitalter exponentiellen Wachstums. Und zwar nicht in der Größenordnung von 1,5, 2,5, 3% mehr pro Jahr. Nein, meine Damen und Herren, in der Größenordnung, dass sich alle 2 Jahre etwas verdoppelt an technischen Möglichkeiten. Das ist die wahre Veränderung, die wir spüren, wenn wir über technologischen Fortschritt im Moment reden. Dass sich Dinge alle 2 Jahre verdoppeln. Wenn Sie das mal hochrechnen auf 20 Jahre, dann hat sich 10-mal verdoppelt. Und diejenigen, die gut im Rechnen sind, die wissen, dann reden wir über den Faktor 1000. Das heißt, über einen relativ kurzen Zeitraum reden wir davon, dass sich Dinge vertausendfachen.
Und mit so etwas umzugehen, ist eine völlig andere Welt als das, was wir aus den normalen Wachstumszyklen her kennen. Das heißt, die Welt verändert sich, es macht sich neue Unsicherheit breit, kann ich mit all diesen Möglichkeiten umgehen in einer globalisierten, in einer entgrenzten Welt, und die Menschen verlangen nach Antworten. Wenn die Politik die Antworten nicht gibt, meine Damen und Herren, dann setzt sich diese Angst auch in politische Realität um. Und dass wir heute in Europa uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, und vor allem die Briten dies tun, auf im Moment erkennbar leidvolle Weise, wie es ist, eine Entscheidung des Volkes, nämlich die Europäische Union zu verlassen, das auch dann tatsächlich politisch verantwortungsvoll umzusetzen. Man sieht, dass es im Grunde unmöglich ist. Die Entscheidung der Amerikaner, einen neuen Präsidenten zu wählen, der ein Programm inzwischen umsetzt, wo zuerst alle nur dachten, der redet nur so, und inzwischen feststellen, der handelt auch so. Auch das ist eine neue Erfahrung. Nebenbei gleichzeitig noch wesentliche Teile der alten Weltordnung schleift, was internationale Organisationen angeht, was die Bedeutung von multilateralen Abkommen angeht, was die langfristige Verantwortlichkeit von Politik angeht, Stichwort Klimaschutz, was auch die Grundprinzipien des Wirtschaftens in der Welt angeht. Wer hätte denn gedacht, dass ein amerikanischer Präsident sich plötzlich an die Spitze derjenigen setzt, der den freien Welthandel einschränken will, der einer Welt von Protektionismus und Nationalismus das Wort redet und man schon von Glücksgefühlen getragen ist, wenn ein chinesischer Staatspräsident am Weltwirtschaftsforum Anfang 2018 vom freien Welthandel redet und sagt, auf die Chinesen könne man sich in dieser Frage wenigstens verlassen. Meine Damen und Herren, spätestens dann merkt man, dass in dieser Welt auch wirtschafts- und geopolitisch einiges in Unordnung geraten ist. Ich glaube, es steht sehr viel auf dem Spiel, wirtschaftlich und politisch. Es stehen die Werte des Westens am Spiel. Das Konzept einer offenen Gesellschaft, die Idee einer liberalen Demokratie, eines liberalen Rechtsstaats und das Konzept einer sozialen Marktwirtschaft mit freiem Welthandel und alles, was dazugehört. Alles plötzlich kein Selbstläufer mehr. Und das in einer relativ kurzen Phase von wenigen Jahren und getrieben von einigen wenigen Protagonisten. Deswegen glaube ich, meine Damen und Herren, dass wir uns einstellen müssen auf diese neue Zeit und auch politische Antworten geben müssen. Und damit bin ich unmittelbar beim Punkt und habe die Einlassung von Otto Wiesoy so verstanden, dass ich auch etwas zur aktuellen politischen Lage jenseits der Wirtschaftspolitik sagen soll, auch zur Rolle meiner Partei, zur Rolle der CSU. Immer, meine Damen und Herren, wenn wir in dieser Republik an historischen Weichenstellungen standen, dann war es die Christlich-Soziale Union, die deutlich gemacht hat, dass sie natürlich die bayerische Volkspartei ist, aber eben nicht nur. Weil wir wissen, dass wir in diesem Land und aufgrund unserer einzigartigen Stellung in Bayern immer auch eine Verantwortung fürs große Ganze hatten, nämlich bundespolitische Verantwortung in Deutschland und europäische Verantwortung in Brüssel. Und meine Damen und Herren, ich glaube, nicht zu übertreiben, wenn ich Ihnen sage, die Frage, über die wir die letzten Wochen hier gerungen haben in Deutschland, nämlich das Thema Nummer eins, was die Menschen umtreibt, endlich einer Lösung zuzuführen, dass das auch so eine historische Weichenstellung dieser Republik ist. Nämlich die Frage, sind wir in der Lage, sicherzustellen, auch in einer Welt, die so kompliziert geworden ist, wo wir erleben, dass auch Staaten scheitern können, sind wir in der Lage und willens, zurückzuschlagen, Ordnung wiederherzustellen, das Konzept eines Staates auch wieder durchzusetzen, oder sind wir vielleicht auch nicht anders als andere, die in Europa und darüber hinaus schon den Weg gegangen sind, wo zuerst der Staat erodiert und am Ende das ganze politische System. Wir haben uns, liebe Angelika Niebler, in einer denkwürdigen Parteivorstandssitzung Sonntag vor einer Woche für den anderen Weg entschieden. Wir haben gesagt, wir jenseits aller Fragen, inwieweit es auch eine Sachfrage ist, wir haben gesagt, es geht hier noch um mehr bei der Migrationspolitik, der Neuordnung, als nur um eine Sachfrage. Wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass Deutschland den Weg nimmt wie andere Länder in Europa. Wir werden uns nicht damit abfinden können, dass irgendwann hier italienische Verhältnisse in Deutschland einziehen. Viele graust ja schon vor Berliner Verhältnissen, aber italienische Verhältnisse, meine Damen und Herren, sind noch deutlich schlimmer. Wir werden uns nicht damit abfinden wollen, dass italienische Verhältnisse einziehen, wo plötzlich eine Regierung gebildet wird, ausschließlich von Populisten oder von Bewegungen, die bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht erkennbar waren am politischen Horizont und jedenfalls von den Extremen getrieben sind. Und wir haben ein zweites gesagt, dass wir auch als Partei, die in diesem Land seit mehr als 6 Jahrzehnten in Regierungsverantwortung steht, dass wir es uns auch da nicht einfach machen wollen. Wie leicht wäre es zu sagen, wir wollen keinen Streit, wir lassen die Dinge einfach laufen, wir halten schöne Reden
und dann wird irgendwie alles gut. Wie schwer ist es, meine Damen und Herren, in einer solchen Phase die richtigen Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig zu versuchen, die ganze Bandbreite einer Volkspartei zum Tragen zu bringen, um damit das Land auch zusammenzuhalten. Und ich sage Ihnen ganz bewusst, liebe Angelika Niebler, wir haben uns für den schweren Weg entschieden. Wir haben gesagt, wir wollen die Sachfrage so entscheiden, wie wir glauben, dass es langfristig notwendig und für das Land gut ist. Und wir wollen auch den Anspruch erhalten, die große Volkspartei zu sein. Und das war der Grund, meine Damen und Herren, warum wir bei der Prüffrage schlechthin in allen westlichen Demokratien und gerade auch in Europa gesagt haben, wir müssen hier an der Stelle, wo es um die Durchsetzungsfähigkeit des Staates geht, richtig abbiegen. Wir haben gesagt, wir müssen die Asylwende schaffen und dazu müssen wir vor allem eines tun, Recht und Gesetz durchsetzen. Verhindern, dass der Staat, dass die Gesellschaft fortwährend überfordert wird. Und deswegen war es, glaube ich, notwendig, dass wir gemeinsam erreicht haben, dass wir an der deutsch-österreichischen Grenze, dass wir insgesamt ein neues Grenzregime haben. Dass man eben nicht mehr einfach nach Deutschland einreisen kann, wenn von vornherein klar ist, dass diese Republik nicht zuständig ist für die Durchführung von entsprechenden Asylverfahren. Und deswegen sage ich Ihnen heute, das, was hier erreicht wurde, was vereinbart wurde, ist nicht irgendein Kompromiss, sondern es ist der Schlussstein einer langen Debatte und die Einleitung, die unumkehrbare Einleitung einer Asylwende. Ich halte es für zwingend notwendig, meine Damen und Herren, dass wir immer Politik entlang in dieser Frage des Gleichklangs von Humanität und Ordnung verfolgen. Und gerade der Freistaat Bayern muss sich nichts nachsagen lassen, gar nichts, wenn es um die Frage von Humanität geht. Wir nehmen in einem Doppelhaushalt, lieber Otto Wiesheu, du weißt es, mehr Geld in die Hand für das Thema Asylintegration als für den gesamten Wirtschaftsetat, Gesundheitsetat und Umweltetat zusammen. Eine gewaltige Aufgabe. Und es stellt selten jemand, hier darf man es ja in diesem Kreis sagen, es stellt selten jemand die Frage, wie groß die Opportunitätskosten der Volkswirtschaft sind, dass wir dies tun. 4,7 Milliarden Euro, meine Damen und Herren, Sie kennen viele Politiker, da würde jedem was anderes auch einfallen, was man mit diesem Geld machen könnte. Diese Debatte hat noch gar nicht stattgefunden, weil wir im Moment Sonderkonjunktur haben und deswegen es nicht wirklich fehlt. Aber auf der anderen Seite, wenn wir über die großen Zukunftsfragen reden, dann wüsste ich schon auch, wo man 4,7 Milliarden Euro in 2 Jahren investieren könnte in eine gute Zukunft. Ich will nicht das eine mit dem anderen verrechnen, aber ich will deutlich machen, dass wir es uns auch in dieser Frage nicht so leicht machen sollten und ich unterm Strich einfach froh bin, dass wir es geschafft haben, beiden Aspekten Rechnung zu tragen. Wir stehen zu unserer humanitären Verantwortung, aber wir haben auch klargemacht, in diesem Land gilt Recht und Gesetz und wir dürfen dieses Land beim Thema Zuwanderung nicht überfordern, meine Damen und Herren. Deswegen darf ich herzlich um Unterstützung bitten für das, was wir hier erreicht haben. Wir haben geschafft, dass Europa sich in Bewegung gesetzt hat und wir haben erreicht, dass in Deutschland die Asylwende eingeleitet wurde, meine Damen und Herren. Vielleicht ein letztes zur Rolle der CSU in diesem Prozess. Ja, da gibt es 2 schöne Aussagen von Franz Josef Strauß, die erklären, dass die CSU in solchen Phasen dann auch ein bisschen sperrig ist und man sich an der CSU reiben kann. Aber es war immer so in der Geschichte, egal bei der Frage der Westbindung, bei der Entscheidung zur sozialen Marktwirtschaft, bei der Frage der Nachrüstung, beim Offenhalten der Idee der deutschen Einheit. Der Position der CSU ist häufig dann der Wind ins Gesicht geblasen. Aber wir haben nicht gewackelt, weil wir wussten, in der inhaltlichen Frage, in der Frage der Haltung, da stehen wir richtig. Und Franz Josef Strauß hat es ja immer dann auf besonders schöne und einfache Formel gebracht. 2 sind mir da heute gegenwärtig. Er hat zum einen gesagt, entscheidend ist kompliziert denken, aber einfach reden. Die Leute müssen es verstehen. Und das andere ist, zur Not müssen die Bayern auch die letzten Preußen sein. Auch das, meine Damen und Herren, glaube ich, haben wir in den letzten 2 Wochen eindrucksvoll bewiesen. Lassen Sie mich etwas zu Europa sagen und ich komme dann über Deutschland zu Bayern. Europa, meine Damen und Herren, ist nicht nur, wie Strauß früher gesagt hat, unsere Zukunft, es ist heute verdammte Gegenwart und es ist gut so. Aber wir müssen sicherstellen, gerade mit Blick auf die wirtschaftspolitischen Fragen, die Frage von dir, Otto Wiesheu, wie gehen wir mit Globalisierung um? Meine Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen hier ein starkes Europa. Wir brauchen ein starkes Europa, was in der Lage ist, unsere Vorstellungen, unsere Werte von Wirtschaften in der Welt auch durchzusetzen. Und es wäre viel zu einfach zu sagen, wir haben da andere in Europa, die formulieren das schon alles für uns. Die haben eine europäische Agenda ausgerollt, gerade der französische Präsident Macron mit seiner Rede in der Sorbonne. Meine Damen und Herren, ich kann hier nur warnen vor etwas zu viel Naivität, jetzt europapolitisch einfach anderen hinterherzulaufen, ohne selbst zu prüfen, was sind denn deutsche Interessen in diesem Zusammenhang. Wer hier blind hinterherläuft, der macht vielleicht einen Kardinalfehler, weil er sagt,
Macron, der redet so schön von Europa, der redet von Europa zuerst. Aber meine Damen und Herren, ganz ehrlich, ich glaube, der meint auch ein bisschen Frankreich zuerst. Und das ist total legitim. Das ist völlig legitim, weil ich von jedem Regierungschef erwarte, dass er auch und gerade an sein eigenes Land denkt. Wie in Europa ein Schuh draus wird, wie Europa neue Akzeptanz finden kann, ist, wenn man die nationalen Interessen übereinander legt. Und ich glaube, wir sind sehr schnell dabei, dass wir in Europa eine gemeinsame Position brauchen, wie wir die Sicherheit im Inneren und Äußeren, auch die Verteidigungsfähigkeit stärken können, wie wir einen wichtigen außenpolitischen Beitrag für mehr Stabilität um Europa herum leisten können und vielleicht hier beim Wirtschaftsbeirat am wichtigsten, wie wir eine starke Position Europas markieren können in Zeiten, wo die Freunde des freien Welthandels eher am Abnehmen sind. Meine Damen und Herren, das, was hier auf uns zurollt aus den Vereinigten Staaten, was Donald Trump in Aussicht gestellt hat, nämlich das Eintreten in einen Handelskrieg, das Verabschieden einer Welt von ohne Zollschranken und das Eintreten in einer Welt von Nationalismen und von Protektionismus. Wir werden hier als Deutschland nur eine Chance haben, wenn wir mindestens gemeinsam europäisch unterwegs sind. Und deswegen darf ich uns allen wünschen, dass wir die Kraft haben, dieses Europa an dieser Stelle zu stärken und diesem Europa auch deutlich zu machen. Und das ist ja eine Position, liebe Angelika Niebler, die ihr mit der CSU-Landesgruppe seit Jahren vertritt, auf der anderen Seite sicherstellen, dass diese Kraft nicht verschwendet wird an der Stelle, wo es dann bei Unternehmern vielleicht eher mit Bürokratie aufschlägt. Wir wollen ein starkes Europa im Großen, meine Damen und Herren, aber wichtig ist, dass dieses Europa auch freiheitlich im Kleinen ist. Das ist eine Maßgabe, die für Europa in der Zukunft wichtig ist. Und dann können wir auch sagen, jawohl, es ist ein Europa der gemeinsamen Stärke, was gerade auch deswegen Akzeptanz findet, weil es im vitalen Interesse seiner Mitgliedstaaten und der Bürgerinnen und Bürger in Europa steht. Zu Deutschland. Hier ist die große Aufgabe, dass wir das Urvertrauen wiederherstellen, was die Menschen normalerweise in ihren Staat haben. Das Urvertrauen, dass nämlich die Dinge so geordnet sind, dass man hier gut leben und auch gut wirtschaften kann. Ordnungspolitik, Wirtschaftspolitik im Sinne von Ordnungspolitik ist überhaupt nur denkbar, wenn es starke Leitplanken gibt. Und deswegen haben wir deutlich gemacht, dass dieses Thema des Ordnungsschaffen für uns in Deutschland ganz zentral ist. Was für alle entscheidend ist, gerade auch für die Wirtschaft, ist das Thema Verlässlichkeit, ist die Geltung des Rechtsstaats. Da sollte niemand den Eindruck bekommen, dass, wenn die Probleme nur groß genug sind, dann der Rechtsstaat im Zweifelsfall zurücktritt. Das zweite Motiv auch im Koalitionsvertrag ist, wir müssen den Menschen das Gefühl geben, dass Politik nicht abstrakt nur für irgendjemand oder für andere aus Verantwortung heraus gemacht wird, sondern originär eine Aufgabe hat, nämlich für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gut zu wirken. Die Erfahrung der Bundestagswahl, dass viele gesagt haben, ihr übernehmt Verantwortung für alles und jedes in der Welt, aber ihr seid nicht in der Lage, Verantwortung für die einheimische Bevölkerung zu übernehmen, jedenfalls nicht so, wie wir es bei den zwingenden Themen erwarten, meine Damen und Herren, das muss uns ein Weckruf gewesen sein. Und deswegen hat Horst Seehofer, hat Markus Söder deutlich gemacht, es ist höchste Zeit, an die einheimische Bevölkerung zu denken, und zwar an die Leistungsträger des Alltags in der größtmöglichen Bandbreite. Indem ich das tue, meine Damen und Herren, erweise ich auch unserer Demokratie den größten Dienst. Und eine Regierung war noch nie von Dauer, wenn die Menschen das Gefühl hatten, dass hier auf Dauer an den Menschen vorbei regiert wird. Deswegen ist dieser Koalitionsvertrag in Berlin auch eine Hinwendung zu den Bürgern und zu den Themen, die wirklich auf den Nägeln brennen, ob das beim Thema Wohnen einschlägig ist, beim Thema Gesundheit, Rente, Pflege und vielen anderen Fragestellungen. Das Zweite ist, meine Damen und Herren, wenn wir über die Frage reden, wie wir in diesem Land wieder Vertrauen in den Staat, in die Politik herstellen können auf Bundesebene, dann scheint mir ganz zentral, dass wir auch über diejenigen reden, die dieses Land tragen, nämlich die Leistungsträger. Und ganz ehrlich, und in diesem Kreis glaube ich ein Selbstläufer, wir müssen zwingend mehr machen für die Leistungsträger dieses Landes. Es haben sich viele hier in der Komfortzone, auch in der öffentlichen Debatte eingerichtet, die glauben, das, was wir als Errungenschaft hier jedes Jahr preisen, das, was wir als Wirtschaftswachstum dann in den Statistiken sehen, es kommt quasi von selbst. Viele sind hier geistig in der Komfortzone und sehen nicht die Mühe, die notwendig ist, um solche Ergebnisse überhaupt zu erreichen. Und ich kann auch nur warnen, meine Damen und Herren, zu glauben, dass dieser Wirtschaftsaufschwung ewig so weitergeht. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann ein Abschwung kommt, die liegt bei 100%. Die Frage ist nur, wann. Und gute Politik und gutes Wirtschaften heißt, sich rechtzeitig dann darauf einzustellen, um dann auch die Folgen entsprechend abzufedern oder sicherzustellen, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt. Und deshalb, meine Damen und Herren,
sollten wir dieses nach wie vor exzellente konjunkturelle Umfeld und auch steuerliche Umfeld nutzen, um dem Rechnung zu tragen, was Otto Wiesheu vorhin mit dem Wort Eigenverantwortung gemeint hat. Unsere soziale Marktwirtschaft, sie baut auf Eigenverantwortung auf und wir sollten dieses Umfeld nutzen, dringend den Leistungsträgern des Alltags, den Unternehmen, hier etwas zurückzugeben. Ich bin froh, dass wir beim Thema steuerliche Entlastung mit der SPD wenigstens einen Schritt weitergekommen sind. Dass nun klar ist, dass wir beim Thema Abbau der kalten Progression, kleine Steuerreform, nun endlich auch über konkrete Zahlen reden können, ab nächstem Jahr es in Kraft treten soll. Ich glaube, das ist die Einlösung eines überfälligen Versprechens. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr machen beim Thema Soli, aber Sie kennen alle die Ausgangslage bei der letzten Koalitionsverhandlung. Da lag unterm Strich nicht mehr drin, als zunächst mal den Soli-Abbau für 90% der Soli-Zahler zu erreichen. Ja, ich glaube, wir müssen über mehr reden, wenn es um die Frage geht, wie können wir die Sozialversicherungsbeiträge vielleicht auch reduzieren. Sie kennen die Debatte des Abbaus des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung. Wir glauben, dass es nicht nur um 0,3, sondern auch um 0,5 möglich sein müsste, den Beitrag zu senken. Da werden wir jedenfalls nicht locker lassen. Und ja, ich glaube, wir müssen auch mit offenem Blick durch die Welt schauen, wenn sich um uns herum Rahmenbedingungen verändert haben. Und deswegen ist es richtig, und ich hoffe auch von Ihnen begrüßt, dass die Bayerische Staatsregierung in der vergangenen Woche im Bundesrat einen Entwurf eingebracht hat für eine Unternehmenssteuerreform. Die letzte Unternehmenssteuerreform in diesem Land ist schon viele Jahre her. Und richtig ist, dass wir in der Zwischenzeit so schlecht nicht waren, aber in der Zwischenzeit sich viele andere bewegt haben. Und es kann uns nicht kalt lassen, wenn die Vereinigten Staaten hier einen wirklich großen Schritt gehen, der die Unternehmen aus den USA in eine unglaublich bessere Position versetzt als noch vor einigen Jahren. Und deswegen halten wir es für richtig, dass wir auch in Deutschland über die Frage reden, wie hier eine Unternehmenssteuerreform ausschauen könnte. Manche Bestandteile sind oftmals diskutiert, Stichwort steuerliche Forschungsförderung. Andere sind neu, wie beispielsweise der Vorschlag der Staatsregierung, die Gewerbesteuer zu verrechnen mit der Körperschaftssteuer. Noch wichtiger, meine Damen und Herren, ist aber mir die Botschaft. Fühlen wir uns nicht zu sicher, dass hier die Verhältnisse in diesem Land so bestens sind und deswegen es in Zukunft einfach weitergeht? Nein, lassen Sie uns das Notwendige tun, auch mit einer Unternehmenssteuerreform, dass mindestens in der Zukunft die Verhältnisse so gut sind, wenn nicht noch besser, denn Ihr Erfolg ist am Ende auch unser Erfolg, meine Damen und Herren. Deswegen darf ich herzlich um Unterstützung für diese Position bitten. Jetzt dachte ich schon, Sie wollen keine steuerliche Entlastung bei einer Unternehmenssteuerreform, aber vielleicht ein letztes zur Bundespolitik. Eigentum. Eigentum ist in diesem Land über viele Jahre diskreditiert worden. Und man hat den Eindruck, viele von den politischen Wettbewerbern, die reden lieber über die Frage, wie man Eigentum besser umverteilen kann, als die Frage, wie man Eigentum schützen kann. Die Position der CSU war immer klar. Wir waren die Partei des Eigentums und ich hoffe, Sie erinnern sich noch daran, auch am 14. Oktober bei der Wahl, dass die CSU es war, die bei der Erbschaftssteuer als einzige Partei durchgesetzt hat und erreicht hat in der letzten Periode, dass hier gerade die Belange des Mittelstands bei dieser Erbschaftssteuerreform auch zum Tragen gekommen sind. Wir müssen aber, glaube ich, generell unser Verhältnis zum Thema Eigentum überdenken. Die Zeit, wo Eigentum, wo Vermögensaufbau diskreditiert wurde, diese Zeiten, meine Damen und Herren, sie müssen vorbei sein, insbesondere in dem Umfeld, Stichwort Nullzinspolitik, wie wir es im Moment haben. Und deswegen haben wir als CSU versucht, sicherzustellen, dass wir auch einen neuen Aufschwung bekommen für das Thema Eigentumsbildung. Und da bin ich beim Thema Wohnen und Bauen. Es ist von elementarer Bedeutung, auch für die Akzeptanz der sozialen Marktwirtschaft, dass wir es in diesem Land auch im Jahre 2018 erlauben, dass man mit seinen eigenen Händen sich etwas aufbauen kann. Meine Damen und Herren, der alte Satz, Leistung muss sich lohnen, der muss auch täglich überprüfbar sein. Und wenn einer das Gefühl hat, ich komme auch ohne Leistung zu einem sicheren Einkommen, oder wenn einer das Gefühl hat, ich komme mit hohem Einsatz trotzdem nicht dazu, dass ich mir meine eigenen vier Wände vielleicht aufbauen kann, dann läuft in diesem Land etwas verkehrt. Und deswegen, meine Damen und Herren, müssen wir sicherstellen, dass die soziale Marktwirtschaft ihre Aufstiegsgeschichte wieder erzählen kann. Und deswegen ist zumindest das Baukindergeld, was auf Bundesebene eingeführt wurde und in Bayern die Eigenheimzulage, ein wichtiger Schritt und mehr als ein Bekenntnis zu sagen, jawohl, wir wollen in der sozialen Marktwirtschaft in diesem Land, dass man sich mit starker Arbeit, mit Leistungsbereitschaft auch in Zukunft hier etwas mit seinen eigenen Händen aufbauen kann, meine Damen und Herren. Ein letztes ganz kurz auf bundespolitischer Ebene ist das, was Sie wahrscheinlich alle erwarten, wenn wir über Wertschätzung für Leistungsträger reden.
dass auch im Konkreten bei den Themen was rumkommt, wo Sie das Gefühl haben, da drückt es am meisten. Und da bin ich in der Abteilung irgendwo zwischen Bürokratie und staatlichem Dirigismus. Und da haben wir ein weites Feld, und es sind aber dann meistens die ganz konkreten Themen und Fälle, wo Sie zu Recht sagen, ich habe hier Erwartungen an die Politik, und zwar ganz konkret an die Staatsregierung oder auch an diese Bundesregierung. Ich greife nur zwei Themen raus, wo es einfach auch nachprüfbar ist, dass uns Ihre Themen wichtig sind. Das erste Thema ist Mobilität und Umwelt und die Diskussion um den Diesel. Was hier seit einiger Zeit in diesem Land passiert, meine Damen und Herren, ist hochgradig standortgefährdend. Ich sage es bewusst so deutlich. Jawohl, jeder von uns hat das Interesse, dass in den Innenstädten die Luft sauber ist. Keine Frage. Und ja, richtig, wir können nicht akzeptieren, gerade nicht als durchsetzungsfähiger Staat, dass wenn irgendwo betrogen wurde, dass dann der Kunde der Dumme ist. Und was sich hier manche Unternehmen geleistet haben, zu glauben, ich komme in dieser Welt irgendwo mit technischen Schummeleien durch und es wird keinem auffallen, meine Damen und Herren, ist naiv, ist blöd und muss auch mit allen Konsequenzen bedacht werden. Aber was nicht sein darf, ist, meine Damen und Herren, dass auf dem Rücken dieser Debatte wir einen ganzen Wirtschaftszweig in diesem Land, eine Hochtechnologie, wie sie der Diesel nun mal ist, ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und ein Garant für Hunderttausende, um nicht zu sagen Millionen von Arbeitsplätzen in diesem Land, dass wir auf dem Rücken dieser Debatte versuchen, einen ganzen Wirtschaftszweig zu schädigen, meine Damen und Herren. Das sind wir auch unserer bayerischen Automobilwirtschaft und unseren eigenen Interessen schuldig, dass wir dies eben nicht tun. Der Diesel hat auch in diesem Land eine Zukunft. Und ich verspreche Ihnen, dass wir sowohl in Bayern wie auch im Bund alles dafür tun werden, dass diese Debatte nicht auf dem Rücken der Unternehmen zu Ende geführt wird, sie plötzlich verantwortlich gemacht werden für Dinge, die zu dem damaligen Zeitpunkt alle Normen eingehalten haben. Wir auch nicht zulassen werden, dass die Kunden sozusagen am Ende die Gelackmeierten sind, indem mit absurden Fahrverboten wie in Hamburg weder ein Beitrag für die Umwelt noch für die Mobilität geleistet wird. Und wir werden auch sicherstellen, dass die Mittelständler, die dazwischen sitzen, die nämlich versuchen, nach wie vor auch damit ihr Auskommen zu haben, dass sie einfach Mobilität verkaufen, dass sie Autos verkaufen, dass sie am Ende die Gestraften sind. Deswegen, meine Damen und Herren, gibt es einen großen Vorschlag von Andreas Scheuer, wie wir es schaffen ohne Fahrverbote und gleichzeitig ohne unbilliges Inanspruchnehmen derjenigen, die auf der Herstellerseite sitzen, das Ganze zu einer guten Lösung zu bringen. Das ist die eine Abteilung, Stichwort Diesel, ich glaube, ein gutes Beispiel. Die andere Abteilung, Bürokratie, meine Damen und Herren, da ist es das, was ich am meisten in letzter Zeit höre, das große Thema Datenschutz. Da gab es eine große Erwartung seit vielen Jahren. Und ich bin den Europäern, liebe Angelika Niebler, nach wie vor dankbar, dass wir mit der Datenschutzgrundverordnung etwas gemacht haben, dass ihr etwas erreicht habt, was viele den Europäern gar nicht zugetraut haben. Kurzer Rückblick, wie war es früher? Wir fragen uns alle, warum gibt es keine großen Digitalunternehmen in Europa? Aber ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, die Antwort ist verdammt einfach, weil es halt hier unglaublich kompliziert ist, irgendwo sein Geschäftsmodell auszurollen in einem Markt, der zwar Binnenmarkt heißt, aber bei den wesentlichen Fragestellungen kein Binnenmarkt ist. Wenn Sie heute ein digitales Geschäftsmodell ausrollen wollen und in Europa feststellen, dass Sie hier in 28 Ländern 28 unterschiedliche Regelungen in der Vergangenheit hatten und dann kommen Sie nach Deutschland und stellen hier fest, hier ist es so, dass es nochmal 16 Mal unterschiedliche Länderregulierungen gibt, dann sagen Sie, bevor ich es hier probiere, mache ich es dann lieber doch in den Vereinigten Staaten oder anderswo. Ich bin froh, meine Damen und Herren, dass wir jetzt einen gemeinsamen Rahmen haben. Aber richtig ist auch, dass wir bei der Umsetzung in Deutschland und bei der Auslegung des abstrakten Rahmens der Verordnung von Europa in Deutschland natürlich auch wieder vieles in einer Weise wenden und Fragen stellen, die sonst keiner in Europa stellt. Und ich uns allen nur wünschen kann, dass wir den Weg gehen, den der Freie Staat Bayern, die bayerische Staatsregierung, als bayerischen Weg vorbildhaft genannt hat. Dass es nicht sein kann, dass wir unter dem Deckmantel einer Datenschutzgrundverordnung einer ganzen Abmahnindustrie von Rechtsanwälten das Geschäftsmodell der Zukunft ebnen. Es kann nicht sein, dass wir plötzlich diejenigen, für die Datenschutzfragen zwar schon immer relevant waren, aber die nicht im Hauptmittelpunkt des Interesses standen, nämlich die Kleinen, die Mittelständler, die Einzel-, die Freiberufler oder vielleicht sogar die Ehrenamtler, dass die plötzlich sich mit den Fragen der Datenschutzgrundverordnung mehr herumschlagen müssen, mehr damit konfrontiert sind, als die großen multinationalen, milliardenschweren Plattformen aus den Vereinigten Staaten und von anders. Das war nie gewettet, meine Damen und Herren, und ich verspreche Ihnen, Sie können sich darauf verlassen, alle Kleinen und Mittelständler, dass auch in Bayern dieser bayerische Weg konsequent auch bei dem Thema Datenschutz weitergegangen wird. Jawohl, wir wollen den Rahmen umsetzen,
aber wir werden alles tun, dass es nicht in Bürokratie umschlägt oder auch in unbilliges Strafmaß, was in Rede stand. Sie dürfen sich hier auf Bayern verlassen. Und damit bin ich beim dritten und letzten Punkt. Freistaat Bayern, Ihre Erwartungen an uns und gleichzeitig das Versprechen, was ich Ihnen geben kann. Ich stehe hier als jemand, der dieses Land liebt und der im Grunde wie alle anderen auch, vor allem unser Ministerpräsident Markus Söder, nur eines will. Im 100. Jahr des Bestehens des Freistaats Bayern diese Erfolgsgeschichte des Landes fortzuschreiben. Und wir haben gesehen bei der Fußball-Weltmeisterschaft, meine Damen und Herren, da reicht es nicht, beim letzten Mal Weltmeister gewesen zu sein, sondern da hilft nur eines: mit großer Leidenschaft, mit Teamgeist, mit hohem Einsatz, mit Strategie, mit Disziplin und allem, was dazugehört, für dieses Land täglich zu arbeiten. Das ist das, meine Damen und Herren, was ich Ihnen versprechen kann. Und ich will es aber auch konkret machen. Es geht los beim Thema, das zu stärken, was man hat. Es wäre verrückt, wenn wir plötzlich über Dinge reden, die hier noch nie eine Rolle gespielt haben und dabei vergessen, was den Erfolg des Landes wirtschaftlich überhaupt ausgemacht hat. Wir sind hier in einer Vereinigung von Mittelstand. Mittelstand ist ja eine große Bandbreite, da sind ja auch milliardenschwere Unternehmen dabei. Deswegen lassen Sie mich es beim Mittelstand bewenden. Ich habe gerade eine interessante Zahl gesehen. Deutschland stellt nur 1% der Weltbevölkerung, aber wir stellen 48% der Weltmarktführer im Mittelstand. 48%, fast die Hälfte der Weltmarktführer, meine Damen und Herren, im Mittelstand, sind bayerische Unternehmen. Und deswegen tun wir gut daran, genau diesen Mittelstand zu pflegen, die Wirtschaftsstruktur, die damit in Verbindung steht. Und deswegen darf ich Ihnen einfach berichten von dem, was die Bayerische Staatsregierung nach der Regierungserklärung von Markus Söder bereits in Umsetzung gebracht hat. Nämlich auch eine Hinwendung zum Handwerk, zum Mittelstand, zu den kleinen und größeren Betrieben, weil wir wissen, dass sie die Basis des wirtschaftlichen Erfolgs in diesem Land sind. Wir werden alles tun, dass der Freistaat Bayern international und national weiterhin so leuchten kann, mit Ihnen, aber auch mit unseren staatlichen Aktivitäten. Deswegen haben wir uns entschlossen, das, was wahrscheinlich zu deiner Zeit, lieber Otto Wieshoy, damals das Beste seiner Art war, nämlich Wirtschaftsförderung mit Invest in Bavaria und weitere andere Aktivitäten, neu zu bündeln, zusammenzufassen und zu sagen, wir machen eine Wirtschaftsagentur Bayern, die in allen Spielfeldern, in allen Disziplinen international und national zu Hause ist. Wir wollen gleichzeitig sicherstellen, dass Unternehmen in Bayern die Möglichkeit haben, auch zu investieren. Und zwar nicht irgendwo, sondern daheim, auch und gerade im ländlichen Raum. Dieses Programm, nicht nur ein Programm der schönen Worte, sondern etwas, was auch mit 50 Millionen Euro insgesamt dotiert ist. Wir wissen, dass wir bei Ihnen ein Thema haben, nämlich beim Thema Fachkräftesicherung. Heute 2,5% Arbeitslosenquote hier in Unterfranken, 2,7% in Bayern. Da ist es eine Frage einfacher Mathematik zu sehen. Es ist einfach unglaublich schwer, geeignete Fachkräfte zu gewinnen. Und deswegen hat die Staatsregierung ein Fachkräftesicherungsprogramm aufgelegt, mit dem wir in Bayern nochmal 100.000 Fachkräfte mobilisieren wollen. Aber ich sage auch, wir müssen sicherstellen, dass wir bei den Beratungen auf Bundesebene für ein Fachkräftezuwanderungsgesetz die Weichen so stellen, dass am Ende tatsächlich diejenigen zu uns kommen, die Sie brauchen und nicht welche, die einfach in dieses Land zuwandern wollen, meine Damen und Herren. Ich kann Ihnen in der Abteilung Mittelstand berichten, und Franz Josef Schierer hätte es auch so getan, allerdings auf 39 Seiten, dass wir eine große Tourismusoffensive gestartet haben. Anknüpfend an das, was vorhin gesagt wurde, hier auch gerade aus Unterfranken. Wir haben unglaublich starke Regionen. Wir haben eine unglaubliche, reichhaltige Landschaft, kulturellen Schatz hier in Bayern. Wir sind eines der attraktivsten Länder in Deutschland, in Europa und darüber hinaus. Und diesen Schatz auch zu den Menschen zu bringen, gleichzeitig die Betriebe, die dahinter stehen, auch entsprechend zu stärken, im Bereich des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes mit 50 Millionen Euro, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen, auch so etwas gibt es nur in Bayern. Und dann sind wir noch beim Thema Innovation, weil wir wissen, dass Innovation für den Mittelstand das Thema Nummer eins ist. Und deswegen darf ich Ihnen sagen, dass wir den Mittelstand hier weiterhin intensiv begleiten werden. Es war nie unsere Position, dass wir sagen, wir als Staat machen Innovation für den Mittelstand. Das wäre verrückt, denn wir wissen, das können Sie viel besser. Aber was wir können, ist, Sie dabei zu unterstützen. Mit den bewährten Instrumenten, Stichwort Cluster, auch eine Erfindung von Otto Wieshoy. Und da sieht man, lieber Otto, wie wichtig und wie prägend deine Zeit als Wirtschaftsminister in diesem Freistaat Bayern war. Wir können heute noch, wenn ich das an der Stelle sagen darf, die Früchte deiner Entscheidungen ernten. Dafür ein herzliches Vergelt's Gott einfach mal eingeschoben. Applaus
Aber da gibt es auch viele neue Dinge, an die damals natürlich noch gar nicht zu denken war. Ich darf Ihnen einfach zurufen, dass wir entschieden haben, dass Markus Söder garantiert hat, dass der sogenannte Digitalbonus für diese gesamte Legislatur zur Verfügung steht und ausgezahlt wird, weil wir wollen, dass der Mittelstand auch bei dem Thema digitale Transformation auf der Gewinnerseite dabei ist. Es gibt das Programm, was besonders unserem Wirtschaftsminister ein Anliegen ist, Handwerk innovativ, weil wir wollen, dass die neuen technologischen Anwendungsmöglichkeiten von 3D-Druck bis zu neuen Verbundwerkstoffen tatsächlich auch dort zum Tragen kommt, wo mit diesen Dingen gearbeitet wird. Weil wir einfach wollen, dass wir in diesem Land die vorhandenen Stärken auch für die Zukunft weiter stärken. Wir wissen, meine Damen und Herren, dass wir an manchen Stellen schneller werden müssen. Wenn ich Ihnen vorhin gesagt habe, dass digitale Innovation bedeutet, dass sich alle 2 Jahre etwas verdoppelt, dann ist das ein Auftrag natürlich an Sie, darüber nachzudenken, sind Sie so agil, Ihr Geschäftsmodell auch so in die Zukunft zu transportieren, dass Sie auch sicher sind, dass Sie in 4, in 6, in 8 Jahren ein Geschäftsmodell haben, was auch noch die Kunden findet. Aber mindestens genauso sehr ist es ein Auftrag an uns, nämlich zu überlegen, ob wir als Staat, als Politik schnell genug sind, in einer Zeit, wo sich die Dinge eben so beschleunigen. Ich behaupte mal, in den 2 Jahren, wo jemand mit einer neuen Geschäftsidee, das muss ja gar kein Startup sein, es kann auch ein Großkonzern sein, der eine neue Einheit gründet und sagt, ich will da was ausprobieren. In den 2 Jahren, meine Damen und Herren, wo das Startup oder der Mittelstand oder das Großunternehmen bei uns mit der Frage beschäftigt ist, ob er alle rechtlichen Regelungen einhält, ob das Geschäftsmodell überhaupt zulässig ist, ob auch der Datenschutz beachtet ist, ob auch die Bildschirmarbeitsplatzverordnung und andere Absurditäten in diesem Land passgenau umgesetzt sind und vielleicht das Ganze überhaupt mit dem geltenden Arbeitszeitrecht in Übereinstimmung zu bringen ist. In diesen 2 Jahren, meine Damen und Herren, da ist in Deutschland noch kein Euro verdient, aber in den Vereinigten Staaten haben sie schon die 1. Million Kunden. Und dann ist diese Wette in dieser neuen Welt bereits verloren. Und deswegen sage ich Ihnen, genauso wie Sie agil sind und sein werden müssen, wenn Sie es nicht schon sind, muss es der Staat werden. Ich darf Ihnen einfach versprechen, dass wir in allen Bereichen versuchen, schneller zu werden. Eins, was mal herausgegriffen wurde vom Ministerpräsidenten, ist die Frage der Gründung. Wir wollen spezielle Fast Lanes, also das ist altbayerisch für schnelle Schlange sozusagen, einrichten, wo es am Ende des Tages möglich ist, innerhalb von einem Tag seine Geschäftsidee auch tatsächlich hier in eine Unternehmensform zu gießen, meine Damen und Herren. Das ist Wirtschaftspolitik im 21. Jahrhundert in Bayern. Wir wollen auch deutlich machen, dass wir beim Thema Investitionen natürlich dankbar sind für das, was Sie investieren, aber wissen, dass Sie auch von Bedingungen leben, die der Freistaat setzt. Und so darf ich Ihnen einfach versichern, dass wir nach wie vor auch im aktuellen Haushalt die Investitionsquote auf Rekordniveau in Deutschland halten. Weil wir wissen, dass die Bedingungen in Zukunft nur dann auch für Sie gute sind, wenn wir hier mit der Zukunft gehen. Das heißt beim Thema digitale Infrastruktur, dass wir hier nicht nachlassen, sondern uns ein ambitioniertes Ziel gesetzt haben. Bis zum Jahr 2025 soll Bayern Gigabitland sein. Das heißt, wir wollen, dass bis zu jedem Unternehmen, bis zu jedem Haushalt tatsächlich Gigabit verfügbar ist. Wir wissen, dass es nicht nur auf die drahtgebundene Kommunikation ankommt, sondern auch auf Mobilfunk. Und wir wissen auch, dass wir nicht warten können, bis die Mobilfunkbetreiber so weit sind, bis überall der Mast steht, sondern wir wissen, dass wir hier selbst etwas tun müssen. Und deswegen haben wir gesagt, jawohl, auch hier nehmen wir eigenes Geld in die Hand. Und mit einem 1000-Mobilfunkmastenprogramm in Bayern wollen wir auch die letzten weißen Flecken schließen. Aus täglichem Fahren durch Bayern weiß ich, es sind immer noch viele weiße Flecken. Und ich kann uns allen nur raten, dass wir bei der Ausschreibung für 5G das Netz der nächsten Generation bereits bei der Ausschreibungsbedingungen zur Grundlage machen, dass hier große weiße Flecken am besten erst gar nicht entstehen. Wenn ich über Zukunft investieren rede, meine Damen und Herren, dann will ich aber den Blick abschließend noch etwas weiter richten. Der Freistaat Bayern steht heute im Jahr 2018 nicht nur deshalb so gut da, weil es sie gibt, weil in der Vergangenheit kluge Entscheidungen getroffen wurden, sondern weil immer nur das Beste für uns gerade gut genug war, und zwar nicht nur im Morgen, sondern auch im Übermorgen. Und deswegen fand ich ganz wichtig, dass Markus Söder in seiner Regierungserklärung vor einigen Wochen deutlich gemacht hat, was unser Anspruch, was unsere Ambition ist. Wir wollen bei den Schlüsseltechnologien von morgen und übermorgen dabei sein, weil diese Schlüsseltechnologien diejenigen sind, die für Sie am Ende von elementarer Bedeutung sind. Schlüsseltechnologien von morgen und übermorgen, das ist künstliche Intelligenz. Das ist noch mal mehr als Digitalisierung. Das heißt, zu verstehen, wie autonome, automatische Systeme selbst lernen können, Entscheidungen treffen können, Produktionsprozesse optimieren können, letztendlich alle unsere Lebensbereiche, unsere Wirtschaftsbereiche irgendwann erfassen werden. Deswegen gibt es ein, soll es geben, gerade entschieden, ein Kompetenznetzwerk, künstliche Intelligenz,
ein eigenes Forschungszentrum zu diesem Thema, wo wir sicherstellen wollen, dass alle Regionen in Bayern entsprechende Kompetenzen aufbauen können. Wir wollen deutlich machen, dass auch Produktion in diesem Land, gerade als ein solch industrieller Standort, Zukunft hat. Dann komme ich am Thema 3D-Technologie nicht vorbei. Wir haben heute Weltmarktführer in diesem Bereich, sowohl was die Maschinen angeht, die 3D-Drucker herstellen, als auch Unternehmen, die entsprechend die Dinge in die Anwendung bringen. Auch hier unsere Idee, diese digitalen Chancen in alle Teile des Landes zu bringen. Wir reden über Computer der nächsten Generation, meine Damen und Herren. Wir haben in Garching einen Supercomputer, aber wie das mit Supercomputern so ist, wenn der mal 2 Jahre steht, dann ist er halt schon nicht mehr super. Das heißt, wir werden da nochmal investieren, um wieder an die deutsche und europäische Spitze zu kommen. Und wir reden bereits über den Computer der nächsten Generation, nämlich den sogenannten Quantencomputer, der in eine Computerisierung einer ganz neuen Zeit führen wird, wo Möglichkeiten gegeben sind, an die heute gar nicht zu hoffen ist. Und wir werden sicherstellen, meine Damen und Herren, dass wir auch bei Themen wie Robotik und anderen auf den vorhandenen Stärken aufbauen, aber gleichzeitig sicherstellen, dass wir hier auch industrielle Wertschöpfung in diesem Land auch in Zukunft halten. Und ein letztes in dem Zusammenhang, und da ist der Ministerpräsident ja von manch Unwissenden nicht richtig verstanden worden. Ja, ich glaube, man muss auch über Dinge reden, die vielleicht noch ein bisschen weiter weg sind. Stichwort Raumfahrt oder Stichwort Mobilität der Zukunft. Fliegende Taxis. Was musste sich die digitale Staatsministerin Dorothee Bär anhören, als sie gesagt hat, lasst uns nicht nur über Breitbandkabel reden, sondern lasst uns mal darüber reden, dass wir in Zukunft fliegende Autos haben. Die ganze Republik Häme ausgeschüttet über der CSU, über ihr, über uns, von was wir hier überhaupt reden. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen allen nur raten, fahren Sie mal nach Oberpfaffenhofen zum Luft- und Raumfahrtzentrum, wo sich viele hochspannende Unternehmen in den letzten Jahren angesiedelt haben oder in andere Teilen des Landes. In Oberpfaffenhofen werden Sie ein Unternehmen finden, was nicht von fliegenden Autos redet, sondern was nach allgemeiner Einschätzung den weltbesten Prototypen bereits dafür in Entwicklung hat und mit dem auch bereits geflogen ist und darüber hinaus in Bayern auch industrielle Wertschöpfung in diesem Bereich in Serie aufbauen will. Das heißt, wir reden nicht von Dingen, die irgendwann in 5, in 10, in 15, in 20 Jahren kommen, sondern die unmittelbar im Entstehen sind. Und ich will Ihnen ein anderes Beispiel geben, das hat zu tun mit dem Raumfahrtprogramm Bavaria One von Markus Söder. Jetzt wissen wir alle, dass er schon per se auch von seiner jugendlichen Prägung her sehr raumfahrtbegeistert ist. Aber auch hier reden wir über künftige wirtschaftliche, industrielle Stärke an diesem Standort. Ich hatte vor 3 Wochen ein Gespräch mit demjenigen, der zusammen mit Elon Musk, dem Gründer von Tesla und von SpaceX, eben diese Space-Firma aufgebaut hat. Und habe ihn gefragt, was er eigentlich in Bayern macht. Und dann sagt er, naja, wir haben uns weltweit alle Standorte angeschaut. Und wir haben festgestellt, wenn wir über New Space reden, also die Frage von neuen Weltraumanwendungen, neue Satelliten, Erdbeobachtung, die Art und Weise, wie man eine Rakete der Zukunft baut und vieles andere mehr, Antriebe der Zukunft, dann gibt es weltweit nur 2 Standorte, die dafür in Frage kommen. Es ist Kalifornien und es ist Bayern. Und wir wären verrückt, meine Damen und Herren, wenn wir den alten Geist von Franz Josef Strauß, nämlich den Einstieg in die Luft- und Raumfahrtindustrie als absolute Zukunftsbranche, wenn wir diesen Geist nicht weitertragen würden. Und deswegen bin ich froh, dass es in Deutschland wenigstens ein großes Luft- und Raumfahrtprogramm in Zukunft gibt, was auch die Ambition hat, hier weltweit mitzuhalten. Sie finden das, meine Damen und Herren, natürlich nur in diesem Freistaat Bayern. Sie sehen, meine Damen und Herren, es wird uns nicht langweilig und es gehen auch nicht die Ideen aus, wie wir dieses Land in die Zukunft führen können. Ich könnte noch lange reden über das, was bei der digitalen Transformation notwendig ist, was wir auch tatsächlich tun. Ich weiß, dass gerade dieses Thema eine Aufgabe ist, die kein Sprint, sondern im Grunde ein Marathon, ein Dauerlauf ist. Und ich weiß, dass selbst wenn man das Beste tut in Bayern, es trotzdem gerade gut genug ist, weil so viel hier im Feuer steht, weil gleichzeitig die Entwicklung so rasant ist und weil wir gleichzeitig sicherstellen wollen, dass es in diesem Land einfach gut weitergeht. Deswegen haben wir, lassen Sie mich das einfach noch nennen, deswegen wissen wir, dass wir schauen müssen, dass wir auch in Zukunft die Talente in diesem Land haben, die wir brauchen, die Sie brauchen. Vielleicht nicht heute, aber jedenfalls morgen. Wir werden alle Klassenzimmer in Bayern zu digitalen Klassenzimmern umbauen. Wir starten mal jetzt mit 50.000 Klassenzimmern, die auf der Höhe der Zeit ausgerichtet werden und eingerichtet werden und dort sicherstellen, dass Bildung eben mit den Möglichkeiten auch heute geschieht, die notwendig ist, um digitale Transformation dann auch mit zu gestalten. Wir werden den Digitalbonus, das habe ich schon gesagt, auch weiterhin auszahlen. Wir werden die bayerischen Hochschulen weiterhin ausbauen in diesen Feldern der Schlüsseltechnologie, gerade auch im Bereich der IT-Kräfte. Und wir werden, meine Damen und Herren,
und das ist vielleicht sogar das große vernachlässigte Thema, wir werden schauen müssen, dass wir die vorhandene Fachkräftebasis auch für diesen Transformationsprozess befähigen. Ich habe viele Unternehmen in den letzten Jahren getroffen, die sagen, wir haben da schon ein Thema. Übrigens genauso wie wir beim Staat mit Lehrkräften beispielsweise. Wenn Sie jetzt eine Revolution haben, wie sie die digitale Revolution nun mal ist, die plötzlich schneller abläuft, als die durchschnittliche Berufsbiografie lang ist, dann gibt es nur eine Chance, aus dieser Sache rauszukommen, wenn Sie nicht erleben wollen, dass Sie plötzlich wieder Massenarbeitslosigkeit haben, weil viele nicht die richtige Qualifikation haben. Dann müssen Sie mitten während des Berufslebens erstens sich darauf einstellen, dass Sie vielleicht nochmal etwas ganz Neues machen mit ganz neuen Anforderungen und Fähigkeiten und zweitens, dass Sie dann auch bereit sind, als Unternehmen wie auch als Arbeitnehmer bereit sind, sich weiter zu qualifizieren. Und aus diesem Grund, als wichtiger Teilhabeaspekt an dieser Zukunft, haben wir entschieden, dass es in Bayern ein Programm für digitale Teilhabe geben soll, mit dem wir die Weiterbildungsanstrengungen der Unternehmen mit sogenannten Bildungschecks in Höhe von 500 Euro pro Person gezielt unterstützen wollen. Ich glaube, in einer Welt, wo wir wissen, dass Fachkräfte ein rares Gut sind, ist es ein Gebot von ökonomischer, aber auch von politischer Vernunft sicherzustellen, dass wir alles tun, dass wir die Menschen so qualifizieren, dass sie auch für diese digitale Transformation bereit sind. Unterm Strich, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen, wenn ich über Bayern, über Deutschland, über Europa rede heute, nur eines versprechen mit Blick auf den 14. Oktober. Es steht in diesem Land unglaublich viel auf dem Spiel. Wir haben es gemerkt in den letzten Tagen, Wochen und Monaten. Und die politische Ausgangslage war vielleicht selten so kompliziert, wie sie im Moment ist. Und wir erleben, wie es ist, wenn woanders italienische Verhältnisse oder Berliner Verhältnisse regieren. Und ich glaube, was wir beginnen sollten, wieder mehr zu schätzen, ist dieses Höchstmaß an politischer Stabilität, was diesen Freistaat Bayern über 6 Jahrzehnte ausgezeichnet hat. Ich behaupte, die letzten 6 Jahrzehnte waren für dieses Land nicht die schlechtesten. Und manchmal muss man ja in die Ferne den Blick schweifen lassen, weil der Prophet im eigenen Land nichts gilt. Die NZZ hat am Wochenende geschrieben, dass in Deutschland das Bayern-Bashing, also das Einklopfen auf die Bayern, das war jetzt auch altbayerisch, dieses Bayern-Bashing wieder besondere Konjunktur hat. Aber viele würden dabei übersehen, dass diese Erfolgsgeschichte von Bayern einen großen Vater hat, nämlich die Christlich-Soziale Union. Und deswegen, meine Damen und Herren, sehen Sie es mir nach, den Werbeblock in einem Wahljahr muss ich an der Stelle unterbringen. Ich weiß, dass der ein oder andere am 24. September im letzten Jahr aus Versehen bei der Bundestagswahl falsch abgebogen ist. Das kann mal passieren. Aber ich mag Ihnen auch versichern, dass wir verstanden haben, warum der ein oder andere falsch abgebogen ist. Und wir versucht haben, sowohl auf Bundesebene wie jetzt auch in Bayern alles zu tun, nicht nur zu zeigen, wir haben verstanden, sondern es auch zu machen. Es ist vielleicht sogar der große Unterschied zu anderen Teilen der Republik. Da sagen viele, wir hoffen auf das oder wir schaffen das. In Bayern heißt unser Leitspruch, wir machen das. Das mag ich Ihnen versprechen, auch gerade was Ihre Anliegen angeht, was die Interessen der Wirtschaft angeht. Sie sind bei uns allzeit in guten Händen. Ich darf mit Ihnen bitten, dass wir alles tun in diesem Jahr, um deutlich zu machen, es steht viel auf dem Spiel. Und wer will, dass diese bayerische Erfolgsgeschichte fortgeschrieben wird? Wer will, dass in Zukunft in Bayern weiterhin bayerische Verhältnisse herrschen? Wer will, dass dieses Land einen guten Weg nimmt, meine Damen und Herren? Den darf ich herzlich um seine Unterstützung auch für den 14. Oktober bitten. Glück auf für unser Vaterland. Gott mit dir, du Land der Bayern. Sehr geehrter Herr Generalsekretär, lieber Markus Blume, herzlichen Dank für diesen Katalog an Themen, den du hier dargestellt hast und für diese Serie an Überlegungen, an Projekten, an Programmen, die du heute vermittelt hast. Alles Themen, die die wirtschaftliche Entwicklung in Bayern voranbringen sollen und werden und die dafür sorgen, dass Bayern an der Spitze der technologischen Entwicklung in Deutschland und ich denke international bleiben wird. Jetzt werden wir eine Diskussion haben, eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aus der Wirtschaft, die natürlich das eine oder andere auf den Prüfstand stellen werden und mit Themen auch aufwarten werden, die für die wirtschaftliche Entwicklung in Bayern ebenfalls wichtig und notwendig sind. Dazu übergebe ich das Wort Herrn Jürgen Gläser, der die Moderation übernimmt. Und Herr Gläser, ich nehme an, Sie stellen dann auch die Diskussionsteilnehmer vor. Dankeschön.
Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie dem dreifachen Gong nach der Kaffeepause gefolgt sind, wie in der Oper. Wenn es dreimal gongt, wird es Zeit, die Plätze einzunehmen. Der zweite Teil dieses Wirtschaftstages 2018 in Würzburg mit der Podiumsdiskussion. Ich darf noch mal nach vorne bitten, hier aufs Podium, zunächst den Generalsekretär der CSU, Markus Blume, dann Klaus Fiekuk. Herr Blume, Sie dürfen hier auf der Seite, wir haben den Tisch schon ein bisschen weggerückt, dass Sie Ihre langen Beine hinbekommen. Klaus Fiekuk, er ist Vorstand der Fürstlich-Kastellschen Bank, der ältesten Privatbank in Bayern mit Sitz hier in Würzburg und nebenbei auch Generalbevollmächtigter der fürstlichen Familien zu Kastell-Kastell und zu Kastell-Rüdenhausen, verantwortlich für die Bank, die Landwirtschaft, das Weingut und die Forstwirtschaft, mein lieber Mann. Herzlich willkommen, Klaus Fiekuk. Dann unsere beiden Präsidenten, Walter Häuslein, seit 2017 Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken, ein Schreinermeister aus dem Landkreis Main-Spessart. Herr Häuslein, bitteschön, Ihr Platz. Und der Präsident der IHK Würzburg-Schweinfurt und geschäftsführender Gesellschafter der Fränkischen Rohrwerke, kurz die Fränkischen, Otto Kirchner, mit seiner Firma in Königsberg in Bayern im Landkreis Haßberge. Ja. Und auch Otto Wiesheu ist von der Kaffeepause pünktlich zurück. Jetzt sind wir wirklich vollzählig und dürfen anfangen. Ja, Herr Generalsekretär, Montag vor einer Woche, da haben wir Sie oft genug im Fernsehen gesehen, zusammen mit Söder, mit den anderen, die da mitverhandelt haben. Haben Sie eigentlich mal zu irgendeinem Zeitpunkt Angst gehabt, dass der Bund der Schwesterparteien irgendwann zerbricht? Ehrlicherweise nein. Weil ich erlebt habe, wie in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU vom ersten Tag an eigentlich immer klar war, dass der Wunsch und der Wille, zusammenzubleiben, überragend war. Und es zwar viele gesagt haben, was alles passieren kann, aber diejenigen, die es letztendlich täglich leben, die Gemeinsamkeit und die Gemeinschaft der Union, die immer klar waren, dass da nichts auseinanderbrechen darf und wird, und vor dem Hintergrund habe ich mir diese Angst auch nie zu eigen gemacht. Wir haben auch immer deutlich gemacht, wir haben hier eine wichtige Sachfrage, die werden wir als Sachfrage behandeln, auch wenn sie zur Machtfrage gemacht wird. Und niemand von uns will die Regierung oder die Union in Frage stellen. Und das war auch zu keinem Zeitpunkt auf unserer Seite jedenfalls Thema. Horst Seehofer wird sich jetzt in dieser Woche in Österreich mit den Innenministern der anderen EU-Mitgliedstaaten treffen. Was ist denn, wenn dann der Kurz und die Österreicher, die Italiener, die Griechen sagen, aber wir nehmen keinen von euch zurück? Ist dann die Idee der Transitzentren schon wieder beerdigt? Naja, wir haben ja in den letzten Wochen viel diskutiert über Multilateralismus, also die Frage, ob gemeinsames Regelwerk in der Weltwirtschaft, bei den großen Institutionen, auch in Europa, ob das noch gilt oder nicht zwischen den Ländern. Und ich glaube, wir sollten Europa und den Mitgliedstaaten die Chance geben, den kooperativen Weg zu gehen. Heißt übrigens in dem Fall ja nur, geltendes Recht und Gesetz anzuwenden. Also dass Italien, dass Griechenland Asylbewerber zurücknehmen, für die sie zuständig sind, das ist ein Ergebnis der geltenden Dublin-Verordnung. Das heißt, wir erfinden ja hier nichts Neues, sondern wir würden eigentlich die Länder nur bitten, auch dieses geltende Recht anzuwenden. Vielleicht auch mal so ein Gerechtigkeitsthema. Klar wollen wir Italien, Griechenland nicht alleine lassen, aber Fakt ist, dass Deutschland unendlich mehr aufgenommen hat als Griechenland und Italien beispielsweise zusammen. Italien hat knapp 450.000 Asylbewerber, in Deutschland sind es über 1,5 Millionen. Also bei einer Bevölkerungsgröße, die absolut vergleichbar ist. Ich glaube, man muss schon sehen, dass hier gerade die Bundesrepublik Deutschland in besonderer Weise ihren Beitrag geleistet hat. Und deswegen ist es nur recht und billig, dass wir sagen, bei Asylbewerbern, die neu zu uns kommen, wo von vornherein klar ist, dass wir nicht zuständig sind, müssen die anderen auch Verständnis haben, dass sie mit uns kooperieren. Wenn sie nicht kooperieren, sage ich aber auch ganz deutlich, haben wir immer klar gemacht, dann werden wir am Ende auch eigene Maßnahmen ergreifen müssen. Das ist zwar nicht das, was wir anstreben, aber wenn es keinen anderen Weg gibt, dann werden wir nicht davor zurückscheuen, eben dies zu machen. Dann schauen wir mal, was Seehofer mit den anderen jetzt in Österreich in dieser Woche erreichen kann. Wir wollen noch ein paar Fragen klären. Was darf die Wirtschaft von der neuen Landesregierung erwarten? Ich möchte erstmal Otto Kirchner, den IHK-Präsidenten, ins Spiel bringen. Sie sind Chef einer Firma Fränkische Rohrwerke mit Sitz in Königsberg in Bayern. 20 Produktionsstandorte weltweit, 4.200 Mitarbeiter, Mittelstand trifft da gar nicht mehr zu. Haben Sie
Nehmen Sie das Mikrofon bitte, dass wir Sie auch hören. Es sind keine Produktionsstandorte, nur Standorte, das sind ungefähr die Hälfte mit Produktion. Okay. Haben Sie, und damit sind wir gleich bei einem Thema, haben Sie auch Produktionsstandorte in Amerika, in Mexiko, also in den USA? Ja, wir haben sowohl in USA, in South Carolina, als auch in Mexiko zwei Produktionsstandorte. USA über 200 Mitarbeiter, Mexiko über 650 Mitarbeiter. Also wir haben natürlich schon auch einige Fragen und Bedenken, was passiert als nächstes mit unserem Präsidenten in den USA. Also Ihr Kerngeschäft sind ja mal früher Drainagerohre gewesen. Sie sind heute viel, viel weiter aufgestellt. Sie fertigen dort, glaube ich, für Tesla unter anderem in den USA. Ja, wir kommen historisch aus der Bauwirtschaft. Bis vor 20 Jahren war das mit großem Abstand unser zentrales Kerngeschäft. Wir haben das in den letzten Jahren gezielt als zweites Standbein aufgebaut. Ja, wir sind heute fast in jedem modernen Auto, sowohl in Europa als auch inzwischen in den USA in irgendeiner Form mit kleinen oder größeren Schläuchen oder Röhren vertreten. Und dieser Handelskrieg, der sich da gerade, ich sag mal, diese Spirale, die sich da langsam hochdreht, ausgehend von Trump, der Strafzölle gegen die EU verhängt, jetzt gegen China, das Ganze nimmt ja immer weitere Ausmaße an, der jetzt, wir haben es von Otto Wieshoy vorhin gehört, bereits angedroht hat, auch deutsche Autos soll mit Strafzöllen belegt werden, was für uns ja wirklich fatal wäre. Macht Ihnen diese Entwicklung für diese beiden Standorte dort, für Ihre eigenen Standorte Sorgen, große Sorgen? Es macht uns zumindest Unsicherheit, Sorgen, da wo wir heute schon erkennen können, dass uns das direkt betrifft. Bei manchen Sachen wissen wir es nicht. Aber wenn zum Beispiel weniger BMWs nach China geliefert werden, von dem Standort in Spartanburg, dann betrifft uns das hautnah. Und je nachdem, wie viel das dann sein werden, werden wir es stückzahlmäßig merken. Aber es stehen eben ja auch zwischen USA und Mexiko große Fragen. Heute geht fast alles von Mexiko in die Vereinigten Staaten. Wenn da Zölle plötzlich nochmal kommen, dann wird es richtig kritisch. Stichwort Iran. Iran-Handelsboykott ausgehend von Trump. Das Iran-Geschäft ist für Sie, glaube ich, nicht so wichtig, oder? Noch nicht. Wir haben da zwar auch die ersten Weichen gestellt, aber nachdem jetzt hier diese Embargo-Thematik schon wieder hochkommt, ist, haben wir erstmal das Gas zurückgenommen, also den Fuß vom Gas genommen. Und es ist für uns im Moment kein strategisch besonders bevorzugter Markt gewesen. Deswegen können wir mit dem Problem im Moment noch leben. Aber ich finde es einfach unfair, weil andere Firmen haben sich da schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, haben bereits viel Geld in die Hand genommen und die müssen alle jetzt wieder bremsen. Und das verursacht halt auch große Unsicherheit und Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft. Ja, wenn sogar schon Harley Davidson sagt, wir werden Amerika als Standort verlassen müssen, wenn das so weitergeht, dann hat Trump sozusagen unter den eigenen Füßen schon mal die Erde weggeschaufelt. Herr Blume, wie ernst sehen Sie als bayerische Staatsregierung diese Entwicklung? Wohin geht die Reise? Auch gerade wenn jetzt Trump Strafzölle für die Autoindustrie androht, das würde uns hier in Bayern massiv betreffen. Was erwarten Sie da in nächster Zeit, was noch kommt von ihm? Also du musst bei diesem amerikanischen Präsidenten mit allem rechnen. Ein Hellseher sein, ja. Das lehrt die Erfahrung der letzten Monate. Er handelt nicht an jeder Stelle rational. Das Schlimme ist, er wird kurzfristig an manchen Stellen wahrscheinlich sogar Erfolg haben mit seiner Strategie. Das halte ich sogar für das Gefährlichste aus amerikanischer Sicht, dass dort sich der Eindruck verfestigt, naja, so ein bisschen Protektionismus, ein bisschen Nationalismus, ein bisschen auf die eigene Sache schauen, ist ja offensichtlich der richtige Weg. Die langfristigen Folgen werden so verheerend sein, dass der Schaden für die Vereinigten Staaten wie auch für Europa gewaltig sind, aber der kurzfristige Effekt, zumindest für die Vereinigten Staaten, ist vielleicht sogar unterm Strich sogar leicht positiv, insbesondere in der Zusammenschau mit der Unternehmenssteuerreform. Dieser Effekt, den sieht man hier in Europa gar nicht so sehr, aber die Tatsache, dass die amerikanischen Konzerne jetzt große Kapitalbestände zurück in die Vereinigten Staaten holen können, wird eine Riesentriebfeder sein, auch für weiteren wirtschaftlichen Aufschwung in den Vereinigten Staaten und möglicherweise anderes überkompensieren. Wenn er tatsächlich die Ankündigung wahrmacht, dass er Strafzölle verhängt gegenüber der Automobilwirtschaft, dann treten wir meines Erachtens wirklich in eine definitiv neue Phase in der Weltwirtschaft ein. Die Rückkopplungen für Europa, für Deutschland wären verheerend, umgekehrt leider auch. Und das Dramatische ist, dass er nicht mal sieht, wie er damit die eigene Wirtschaft schädigt, dass kein Autokonzern so viel in den Vereinigten Staaten investiert hat wie BMW. Dass BMW der größte Exporteur heute ist der Vereinigten Staaten in diesem Bereich, den er selbst sozusagen mit seinen Investitionen in seinem eigenen Land damit schwerst schädigt.
Also ich kriege das intellektuell irgendwie nicht auf die Reihe. Heißt das dann im Kehrschluss, könnte es passieren, dass der in Spartanburg produzierte BMW Made in USA nach Europa exportiert wird und hier mit Strafzöllen belegt wird als Folge der Strafzölle in den USA? Ja, natürlich, das funktioniert ja dann in beide Richtungen und das Problem ist, dass heute ja viele Vorleistungsprodukte auch aus den verschiedenen Werken dann hin und her transportiert werden. Mexiko ist gerade angesprochen worden. Die bayerischen Autobauer haben ja sich bewusst auch entschieden, eigene Werke in Mexiko aufzubauen. Gleichzeitig ist es, glaube ich, heute nicht vorstellbar, dass du dann in einem amerikanischen Werk nur für den amerikanischen Markt produzierst. Das war ja bisher nicht die Strategie auch der verschiedenen Werke. Also ich glaube, da wird jeder dann neu anfangen zu denken, wie er auch mit seinen Investitionen, die getätigt wurde, umgeht. Ich kann wirklich nur hoffen und wünschen, dass erstens, und das ist das Wichtigste, wir als Europa eine gemeinsame Position finden. Ich bitte zu sehen, dass das Interesse der Bundesrepublik Deutschland hier eines ist, was unvergleichbar stärker ist als alle anderen Länder in Europa. Diese hohe Exportabhängigkeit, auch die hohe Betroffenheit des Automobilsektors, es ist vor allem eine der Bundesrepublik Deutschland. Und das erklärt vielleicht auch, warum an anderer Stelle die Bereitschaft vorhanden ist, anderen Ländern in Europa auch das eine oder andere Zugeständnis zu machen, weil wir für diese Frage auf jeden Fall die anderen an unserer Seite brauchen. Wenn es nicht gelingt, dass Europa hier mit einer Sprache spricht und wir deutlich machen, dass wir das nicht akzeptieren können und werden, dann wird es für uns unendlich schwer. Und Otto Kirchner als IHK-Präsident, es sind ja auch zahlreiche Unternehmen aus Mainfranken, aus der Automobilzulieferbranche, durchaus inzwischen auch Zulieferer für Tesla in den USA, für Unternehmen oder für Produzenten, die von Mexiko aus wiederum Tesla beliefern. Also das Ganze hat ja einen ganzen Rattenschwanz von Folgen noch hinten dranhängen sozusagen. Ja, absolut. Auch Mainfranken hat ja eine inzwischen sehr, sehr große Exportquote von annähernd 45%. Und da geht vieles auch rüber in die USA. Was ja das Verrückte ist, dass also von Mexiko aus heute 70% der Teile, die in den amerikanischen Autos verbaut werden, also General Motors, Ford, Chrysler und Tesla, die kommen ja aus Mexiko. Das heißt, 70% der Wertschöpfung wären betroffen, wenn der Trump einen hohen Zoll fordern würde. Ich glaube, der hat sich das noch gar nicht so richtig überlegt, was er sich da für einen Bärendienst erweist. Ich glaube, der überlegt gar nicht, der macht einfach. Ne? Gehen wir nochmal, bleiben wir in Amerika. Dort hat diese Finanzkrise 2008 ihren Ursprung genommen, als dieses Riesenkartenhaus an windigen Immobilien, die überhaupt nicht abgesichert waren, zusammengestürzt ist, ausgehend von Lehman Brothers und anderen großen Investmentbankern. Klaus Fiekuk, Vorstand der Castellbank. Jetzt haben Sie im Vorgespräch zu mir gesagt, wir, auch eine kleine Bank wie die Castellbank, wir leiden heute mehr denn je unter den Regularien der Bankenaufsicht, ausgehend von der Finanzkrise 2008. Ist der Würgegriff so schlimm für die Branche, für Sie? Also wenn ich hier meine Podiumsteilnehmer sehe, dann muss ich ein bisschen mit Neid auf deren Tätigkeit schauen. Also Herr Kirchner ist international tätig. Gut, Herr Blume, Sie haben die politische Seite, aber wenn ich Herrn Häuslein anschaue, dann sag mal, müsste er sich eigentlich auf der Insel der Glückseligkeit derzeit befinden. Der Herr Häusler hat andere Sorgen, ja, über die reden wir gleich das noch. Das werden wir dann doch hören. Es ist in der Tat so, dass die Banken momentan wirklich im Würgegriff der Regulation sich befinden. Und natürlich muss man ehrlich in den Spiegel betrachten, am Ende sind sie auch selbst schuld für die Misere, die da entstanden ist. Aber wenn man dann genau hinschaut, Sie haben einen Namen genannt, Lehman, und mögen es den einen oder anderen noch geben. Und wenn ich das mal auf die Region beziehe, und wir sind ein regional tätiges Kreditinstitut, und damit darf ich einbeziehen auch die Kollegen von den Sparkassen und den Volksbanken, und ich habe auch einen Kollegen, den Herrn Dr. Gehlert von der CVW Bank in Forchheim, der hier mit dabei ist. Wir mittelständische Banken sind in keinster Weise mit Schuld an dieser Finanzkrise, werden aber von der Aufsicht und von den Behörden genauso behandelt wie die großen Investmentbanker oder wie eine deutsche Bank. Jetzt wäre es aber schwer, wenn man von der Gesetzgebung her zweierlei Gesetzgebungen verabschiedet, einmal für die großen Investmentbanken und dann für die anderen sozusagen. Na, ich glaube, man muss schon schauen, welchen Risikogehalt welches Haus auch für sich trägt. Und wir als mittelständische Banken haben ein ganz anderes Risikogehalt, ein ganz anderes Geschäftsmodell als die großen. Was könnte denn dann ein Bewertungskriterium sein, um zu sagen, wir müssen Lehman Brothers und andere so behandeln von der Aufsicht her und eine Castellbank vielleicht so? Ja, die Bilanzsumme oder das Anlagevermögen? Am Ende das Geschäftsmodell mit dem dahin stehenden Risikogehalt. Das ist die Art der Geschäfte, die eine Bank betreibt, und danach ist es zu beurteilen. Natürlich kann man auch nach der Bilanzsumme gehen, und es
gibt es ja erste kleine Anzeichen, nach denen Banken meinetwegen bis zu einer Bilanzsumme von vielleicht 5 Milliarden ein bisschen eine andere Vorschrift bekommen, aber im Großen und Ganzen ist es sehr schwer und man muss auch die Auswirkungen für so mittelständische Häuser am Ende des Tages verstehen. Sie nehmen alle wahr, dass es vermehrt zu Fusionen unter Sparkassen kommt, zu Fusionen unter Volksbanken kommt und wir mittelständischen Privatbanken müssen auch sehen, wie wir irgendwie durch diese Slalomstangen kommen. Da ist mit einer Auswirkung der Würgegriff der Regulation. Ist nicht der einzige, es gibt noch einen anderen, wenn wir die EZB-Politik anschauen, das ist eine zweite Auswirkung. Aber man muss aufpassen, dass sich das nicht auswirkt auf das Geschäft dieser mittelständischen Banken mit ihren Kunden. Und je mehr Fusionen stattfinden, je mehr die Entfernung auch sagen wir, von gewissen Standorten passiert, desto schwieriger wird es dann vielleicht auch am Ende mit der Versorgung der Bevölkerung, mit den Finanzdienstleistungen. Also Sie sehen dieses Drei-Säulen-Modell der Banken da ein bisschen einknicken, dass eine Säule kürzer wird sozusagen. Ich sehe die Gefahr, bedingt durch die europäische Aufsicht, dass das Drei-Säulen-Modell, nämlich Sparkassensektor, Volksbankensektor, private Banken, mit Blick auf das Bankensystem in den übrigen europäischen Ländern eigentlich den Aufsehen ein Dorn im Auge ist. Stichwort Brexit. Können Sie als kleine Bank hier in der Region, als Privatbank, den Brexit gelassen sehen oder inwieweit spielt der auch in Ihre Geschäfte mit hinein? Also er spielt jetzt speziell bei unserem Haus nicht die gravierende Rolle. Natürlich weisen wir diese Kunden darauf hin, die ein bisschen mit UK in Verbindung stehen, das sehr aufmerksam zu beobachten. Des Weiteren ist, wenn man wie wir im Bereich der Vermögensverwaltung unterwegs ist, muss natürlich genau beobachtet werden, wie die Ausschläge an den Wertpapiermärkten und an den Finanzmärkten sich begeben. Und aus dieser Sicht beobachten wir den Brexit, aber direkt mit dem Brexit haben wir also dann als Bank nichts zu tun. Kurze Frage an Otto Kirchner an der Stelle. Sie haben auch in England einen Produktionsstandort. Wenn der Brexit dann so vollzogen ist mit allen Konsequenzen, werden Sie diesen Standort in England halten oder langfristig streichen? Also wir haben einen Standort, allerdings einen Vertriebs- und Logistik- und Konfektionierungsstandort. Wir produzieren dort keine Grundrohre oder das, was wir eben sonst in Königsberg oder in anderen Standorten haben. Aber es wird natürlich von Deutschland aus nach England zu liefern immer unattraktiver, je schwächer das Pfund wird. Und wir haben jetzt schon deutliche Nachteile wahrgenommen. Das heißt, das Geschäft wird dadurch schwieriger, die Ergebnisse schrumpfen dort in England und ich weiß nicht, wie das ausgeht, je nachdem, was das Pfund jetzt macht. Sie werden eventuell die Koffer packen und gehen? Ja, wenn wir dort nur noch rote Zahlen erwirtschaften und auch keine weitere Markterschließung mehr möglich ist, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben. Ja, Herr Blume? Naja, also das, was in Großbritannien passiert im Zeitraffer, ist ja dramatisch. Wir erleben hier, wie ein Land mitten in Europa im Grunde alles an Stabilität aufgibt, in eine Welt von hoher Unsicherheit eintritt und die Folgen lange schon bevor der Brexit überhaupt vollzogen wird, spürbar sind, auch wirtschaftliche Schleifspuren erkennbar sind. Wenn man alleine heute anschaut, was passiert, jetzt zerlegt sich die britische Regierung in diesen Sekunden im Grunde selbst. Boris Johnson ist gerade zurückgetreten als Außenminister, das heißt, da wirken schon gewaltige Zentrifugalkräfte, wo, glaube ich, jetzt keiner sagen kann, wie es am Ende rausgeht. Manche mögen jetzt behaupten, naja, ist vielleicht gut, wenn der härteste Brexit-Befürworter nicht mehr an Bord ist. Aber auf der anderen Seite spricht das auch nicht für die Stabilität einer Regierung. Mein Gefühl sagt mir, die Wirtschaft ist inzwischen an dem Punkt, wo sie sagt, uns wäre vor allem mal wichtig zu wissen, wie es wird, anstatt ständig in der Unsicherheit zu sein, mit allen denkbaren Szenarien umgehen zu müssen. Springen wir nochmal auf das Thema Fachkräfte und Beschäftigung und kommen gleich zu einem anderen Themengebiet, weil der Häuslein Handwerkskammerpräsident, Schreinermeister, kleiner Betrieb in Main-Spessart, der Fachkräftemangel, wie stark schlägt der im Handwerk momentan durch? Wir hören 2,5% Arbeitslosenquote in Unterfranken. Eigentlich, die Agentur in Nürnberg spricht dann ja schon fast von Vollbeschäftigung. Wie schwierig ist es inzwischen für bestimmte Branchen überhaupt noch Azubis zu finden und Fachkräfte? Ja, Sie haben es treffend angesprochen. Mein Betriebsstandort ist Main-Spessart mit einer Arbeitslosenquote von 1,6%. Ja. Also fast nicht mehr zu toppen. Da kann man sich vorstellen, dass es also mit Fachkräften dort erheblich schlecht aussieht. Aber wir waren ja alle an der Situation beteiligt. Wir haben eben nicht mehr Schulabgänger, nicht mehr Jugendliche. Und da gibt es also nur die Chance für uns im Handwerk, für
diese 18.000 Betriebe spreche ich natürlich auch, dass wir durch Produktivität, durch mehr Technisierung hier ausgleichen und eben die fehlenden Facharbeiter, die wir nicht herzaubern können, vielleicht so kompensieren. Das heißt, bei Ihnen in der Schreinerei, was früher 10 Leute noch händisch gemacht haben, das machen jetzt 5 mit CNC-Maschinen und mit digitaler Unterstützung sozusagen. Also das ist sicher so, dass wir im Handwerk durchaus sehr technisiert schon eingerichtet sind. CNC-Maschinen, Robotik, diese Dinge haben Einzug gehalten. Unser Problem ist, wir haben natürlich auch noch die Kundennähe, dass also ein Handwerker durchaus auch seinen Kunden vor Ort bedienen muss. Also der Faktor Mensch ist bei uns eine ganz wichtige Sache und darum müssen wir uns kümmern. Und wir brauchen eben den Spagat zwischen der Technisierung, die wichtig ist, und natürlich auch den Mitarbeitern, die den Kunden hier durch die Dienstleistung auch betreuen. Das Handwerk hat schon vor 2 Jahren laut und deutlich gesagt, die Menschen, die als Flüchtlinge zu uns nach Deutschland kommen, die bleiben dürfen, die eine Bleibeperspektive haben, auch mit Familien aus Syrien zum Beispiel, das könnten die Fachkräfte von morgen sein. Hat sich da denn für Sie spürbar schon was getan oder warten Sie immer noch darauf, dass diese Menschen erstmal fertig integriert sind und dann langsam in den Arbeitsmarkt geführt werden können? Ja, da kann man schon kleine Erfolge hier verzeichnen. Es sind also 130 Ausbildungsverträge mit Bewerbern aus den Asylbereichsländern jetzt in der Handwerkskammer eingetragen. Das ist aber ein Promillebereich, also 130 Verträge bei 18.000 Betrieben. Aber da bleibt nicht viel. Wenn man es mal auf die Ausbildungszahl praktisch umrechnet, ist das schon eine deutliche Summe. Und wir sind also hier froh um jedes Ausbildungsverhältnis und kümmern uns auch darum. Und das ist also wichtig, dass wir nichts ungenutzt lassen, um eben hier Auszubildende und Interessenten für das Handwerk zu gewinnen. Ich sehe die Chancen eigentlich hier natürlich auch noch in einem ganz anderen Bereich, und zwar ja, so beim Übertritt von der Realschule zum Beispiel in die Vospos. Wir haben ein Modell im Handwerk, ein Berufsabitur, das also hier tolle Möglichkeiten bietet, dass ich mit einer Ausbildungsvergütung auch eine Ausbildung praktisch dann die Fachhochschulreife erreiche. Und ich denke, das ist also ein Bereich, wo wir durchaus auch noch größere Erfolge erzielen können, dass ich also hier nach einer Ausbildung im Handwerk, Hochschulreife eben, dass mir alle Wege offen stehen, vielleicht der Bereich der Selbstständigkeit, und natürlich haben wir nichts dagegen, wenn sich der eine oder andere für ein Studium entscheidet. Wir brauchen also, denke ich, alle Bereiche. Es gibt Handwerksmeister, die durchaus mehr verdienen mit ihrer Firma als der Akademiker oder der Arzt, der in der Uniklinik seine 60-Stunden-Woche hat. Also auch da bietet das Handwerk durchaus Chancen. Sie hatten vorhin, Herr Blume, eine Zahl genannt. 4,7 Milliarden, habe ich mich verhört, 4,7 Milliarden, die der Freistaat Bayern für Integration aufwendet im Doppelhaushalt. Also da fällt alles drunter, was mit dem Bereich Migration und Asyl zu tun hat, aber die Zahl stimmt in jedem Fall im Doppelhaushalt, also in 2 Jahren. Und da sieht man, wie groß die Aufgabe ist, die wir hier geschultert haben. Da geht es um Unterkunft, da geht es um Integrationsleistungen, es geht um zusätzliche Lehrkräfte. Ich glaube, da hat Bayern vorbildliche Arbeit geleistet, auch im bundesweiten Vergleich. Es geht um das Thema Sicherheit, da kommt einfach unterm Strich dann unglaublich viel zusammen. Was mir in dem Zusammenhang aber nochmal wichtig ist zu betonen: Wenn wir uns ganz ehrlich und ganz tief in die Augen schauen, dann muss man sagen, dass die Erwartungen an die Ausbildungsfähigkeit derjenigen, die als Asylbewerber hier zu uns gekommen sind, nicht getroffen wurden. Das heißt, es ist viel passiert, es gibt auch echte Erfolgsgeschichten, aber diese Ersteuphorie, die von manchen aus den Verbänden verbreitet wurde, dass damit unser Fachkräfteproblem gelöst wurde, ich glaube, man muss heute sagen, die war verkehrt. Deswegen ist es auch richtig zu sagen, lasst uns bitte dringend, das ist ja auch so angelegt im Koalitionsvertrag, Asylrecht trennen vom Thema Fachkräftezuwanderung. Das Asylrecht war nie dafür gemacht, Fachkräftezuwanderung zu organisieren, das ist ja auch logisch. Da kommen Menschen, die humanitäre Hilfe brauchen und nicht um unser Fachkräfteproblem zu lösen. Ich glaube, beides ist richtig,
Asylrecht wieder auf seinen Kern zurückzuführen, und zwar diejenigen, die zwingend unsere Hilfe bedürfen, und dafür ein Fachkräftezuwanderungsgesetz auf der anderen Seite installieren, was zwingend an unserem Bedarf an Fachkräften orientiert ist, dann stellen wir auch sicher, dass die richtigen Leute auch mit der richtigen Motivation kommen. Und dann gibt es auch nicht die ein oder andere Enttäuschung, die sich bei dem ein oder anderen Betrieb heute ja leider auch breit gemacht hat. Also ist die Traumvorstellung, dass der... Ist die Vorstellung, dass der jugendliche Flüchtling aus Afghanistan mit 18, 19 Jahren, dem es an Schulbildung fast gänzlich fehlt, dass der wenigstens vielleicht der Bäcker, der Metzger von morgen ist, auch zu hoch gegriffen? Also Integration gelingt dort gut, wo Kinder im Grunde zu uns kommen, die dann bei uns die Schullaufbahn absolvieren. Ich habe mir das vor 3 Wochen auch angeschaut in diversen Einrichtungen in München. Die sprechen schon nach 1 oder 2 Jahren fließend Deutsch und damit sind die voll dabei. Und wenn die durch das bayerische Schulsystem gelaufen sind, dann stehen denen im Grunde alle Wege offen. Diejenigen, die hier im Alter von 18 oder 19 zu uns kommen, wo dann die Vorbildung fehlt, da wird es unterm Strich einfach sehr schwer. Und da ist nicht an Fachkraftkarriere zu denken, sondern das sind dann einfachere, gering qualifizierte Hilfstätigkeiten. Da mag es auch einen Bedarf geben, das stelle ich gar nicht in Abrede, aber dann sind wir nicht im Bereich der Fachkräftediskussion. Also meine 3 kleinen syrischen Nachbarkinder am Zaun, die streiten sich inzwischen auf Deutsch. Ich finde sie immer sehr hübsch, aber die sind über Kindergarten und Schule tatsächlich hier ein Stück weit groß geworden in den letzten 3 Jahren. Stichwort Energie und Energiewende, wir haben es vorhin gehört, Otto Wiesheu hat es angesprochen, wir sind aus der Atomenergie ausgestiegen, Grafenrheinfeld hier um die Ecke, die Demontage beginnt demnächst. Es wird diskutiert über den Kohleausstieg, es fehlen die Gasturbinenkraftwerke in Deutschland. Otto Kirchner, ist es da im Bereich der IHK mit 78.000 Mitgliedsbetrieben ein Thema? Sorgt man sich in der Industrie bei uns darum, dass der Strom morgen erstens noch da ist, sicher da ist und zweitens auch zu einem Preis, bei dem wir nicht europaweit an der Spitze liegen? Ja, also die energieintensiven Betriebe allemal, die sind natürlich besonders sensibilisiert, aber ich denke auch jeder andere Betrieb hat natürlich ein Interesse, dass er früh, wenn er ins Büro kommt, sein Licht anmachen kann, seine Maschinen in Betrieb nehmen kann, und wenn dann plötzlich wirklich Ausfallzeiten entstehen würden, wie das in anderen Ländern früher oft war, dann würde das für uns natürlich ein Debakel bedeuten. Also das darf nicht passieren, und das würde aber wahrscheinlich passieren, wenn wir nicht zeitnah in dem Moment, wo die Kernkraftwerke abgeschaltet werden, vorhin wird es ja schon vom Herrn Generalsekretär Blume angesprochen, dann Alternativen haben. Und wir selber haben auch inzwischen in BHKWs investiert, weil wir einen Teil unserer Versorgung sicherstellen. Aber was uns halt auffällt, wir haben... Sie schaffen sich eigene Notfallreserven. Ja, wobei das natürlich hinten und vorne nicht reichen würde, das ist vielleicht 30% bisher. Aber es ist immerhin auch Gas, und es würde uns eben in Zeiten, wo kein Wind weht und keine Stromversorgung vom Dach funktioniert, uns mal ein bisschen weiterhelfen. Aber was für uns jetzt schon auffallend ist, wir haben ein Werk in Frankreich und wir haben in Frankreich ziemlich genau die halben Stromkosten pro Kilowattstunde wie in Deutschland. Und das ist eine Wettbewerbsverzerrung, die ist für die energieintensiven Unternehmen auf jeden Fall ganz besorgniserregend und ist natürlich auch keine gute Entwicklung. Also ist die Diskussion um Südlink, die wir zum Beispiel hier in Bayern führen, um die Frage der Trassen entlang von Autobahnen wie der A7, um 2, 3 Jahre Stillstand in der Diskussion eigentlich sehr ärgerlich, denn Sie haben ja vorhin auch das Beispiel genannt, Macron, der über Leitungen nachdenkt, nach Portugal, nach Spanien, um sich von dort Solarenergie zu holen und denen wiederum Atomstrom zu verkaufen. Wir diskutieren, streiten und zetern hier mit Südlink jahrelang rum und kommen nicht voran. Naja, also hier in der Region, wenn Sie den Menschen sagen, wir verstehen nicht, warum wir da gestritten haben, dann sage ich Ihnen, das versteht hier in der Region keiner. Denn ich glaube, es steht ja schon viel am Spiel, nicht nur das Gelingen der Energiewende, sondern auch die Akzeptanz für die Energiewende. Und ich habe viel mit den Kollegen hier vor Ort gesprochen und die sagen alle unisono, naja, die Auseinandersetzung hat sich schon gelohnt, denn wir haben heute eine bessere Trassenplanung als vorher und vor allem eine, bei der auch weitgehend die Akzeptanz der Bevölkerung sichergestellt wird. Zu glauben, aber teilweise jetzt unterirdisch, und da geht die Diskussion wieder los, dass die Landwirte sagen, wir wissen nicht, wie sich das auf das Feldklima darüber auswirkt und so. Aber mein Punkt ist ein anderer, zu glauben, dass du ein solches Mammutprojekt gegen die Überzeugung, gegen die Akzeptanz der Bevölkerung durchsetzen kannst, ich glaube, die geht einfach fehl, und deswegen ist der Weg, der eingeschlagen wurde, der richtige. Was mich viel mehr umtreibt, ist die Tatsache, dass heute keiner mehr drauf schaut, ob dieses
berühmte Zieldreieck von Bezahlbarkeit, von Versorgungssicherheit und von Klimaverträglichkeit eigentlich noch im Balance ist oder nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, inzwischen machen alle so die Augen zu und lassen es einfach laufen und hoffen, dass es nicht noch schlimmer wird. Aber de facto ist natürlich genau dieses passiert, was auch gesagt wurde. Die Stromkosten sind deutlich gestiegen. Diejenigen, die als energieintensiv gelten, sind ausgenommen. Diejenigen, die zu klein sind, zahlen die komplette Zeche. Also da haben wir ein negatives Mittelstandsthema, wenn man ehrlich ist. Und das zusammengenommen hat natürlich jetzt nicht dazu geführt, dass die Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen, der deutschen Industrie höher geworden ist. Und wenn man sich anschaut, wie die Klimabilanz in Europa sich entwickelt hat, und das sind ja auch die Absurditäten im Kleingedruckten, dann ist deswegen kein Gramm CO2 weniger ausgestoßen worden. Also unterm Strich brauchst du schon viel Überzeugungskraft, dran zu glauben, dass wir da auf dem richtigen Pfad sind. Ich bin froh, dass uns eines gelungen ist, dass wir diese Dynamik, die in den letzten Jahren durch den blinden Zubau da war, dass wir die herausgenommen haben und alle versuchen jetzt, auch wenn es ein bisschen quietscht, den weiteren Zubau an wirklich marktwirtschaftlichen Bedingungen zu orientieren. Was gut ist, ist, dass heute inzwischen manche Ausschreibungen bereits zu Kosten darstellbar sind, die im Grunde total wettbewerbsfähig sind. Das ist eigentlich das Schöne, dass du es ohne Subvention sozusagen hinbekommst, aber der Weg dahin war weit. Vielleicht eine letzte Bemerkung. Ich war vor anderthalb Jahren in Indien mit Erwin Huber und einer Delegation aus dem Landtag. Und die Inder haben sich bei uns dafür bedankt, dass wir die Photovoltaik so vorangebracht haben. Und wenn wir es nicht gemacht hätten, dann hätte es keiner gemacht. Also wenn wir für uns das Ganze nochmal verarbeiten wollen, dann glaube ich, war es nicht der Effekt für Deutschland, sondern dann war es dafür, dass wir die Lernkurve der Welt gezahlt haben bei Photovoltaik. Wir zahlen den Preis noch heute. Das war vielleicht der wichtigste Entwicklungshilfebeitrag, den wir überhaupt geleistet haben. Aber es war jedenfalls kein Beitrag, mit dem wir unsere Wirtschaft irgendwie wettbewerbsfähiger gemacht hätten. Blöd nur, dass dann die bezahlbaren Module letztlich aus den USA und aus China kamen und die das Geschäft abgeschöpft haben am Ende. Ärgerlich, ne? Ich will nochmal unseren Banker in der Reihe fragen, den Herrn Fikuk. Sie haben momentan, wir erleben momentan die Null- oder Niedrigzinspolitik seit Jahren jetzt von Draghi ausgehend von der EZB. Das ist für uns alle ärgerlich, für uns alle, die wir zum Beispiel Versicherungen, Lebensversicherungen haben, die uns mitteilen, tja, wir können schwer am Kapitalmarkt noch Erträge erwirtschaften, um die in eure Policen einfließen zu lassen. Wie ärgerlich ist Draghis Zinspolitik für Sie als Bankhaus hier in der Region Mainfranken? Ich würde nicht sagen, dass sie ärgerlich ist, aber sie drückt sich natürlich schon gewaltig aus, weil wenn wir den Hintergrund der EZB-Draghi-Politik mal hinterfragen, was sie heute nicht tun, dann war es sicherlich eine richtige Entscheidung, um den Euro vor größerem Schaden zu bewahren. Dass sich das natürlich dann in dieser Form und in dieser Länge auf die Bankenwelt, auf die Geschäftsmodelle der Bankenwelt auswirkt, wie auch auf den einzelnen Kunden, hat man am Anfang, glaube ich, nicht zu übersehen können. Und ich will Ihnen ein kleines Beispiel sagen, was unser Haus anbetrifft. Wenn wir mal, wir haben das Jahr 2018, mal in das Jahr 2011, 2012 gehen, und Sie wissen ja, dass sich die Erträge einer Bank zusammensetzen letzten Endes aus den Zinserlösen. Also eine Bank nimmt im Normalfall eine Sparanlage rein, verzinst die und gibt die natürlich dann zu einem etwas höheren Zins als Kredite raus. Und diese Marge, wie man so schön nennt, das ist dann der Erlös. Und wenn wir da auf unsere Zahlen gucken, die sind auch einsehbar, deswegen kann ich darüber reden, wenn wir im Jahr 2012 sagen wir, einen Zinsüberschuss von 22 Millionen hatten, dann hat er sich im Jahr 2017 auf 14 Millionen reduziert. Da sehen Sie sehr deutlich die Auswirkung dieser tragischen, im wahrsten Sinne des Wortes, tragischen ja, EZB-Politik. Und Sie spüren sie auch als Sparer am Ende des Tages. Was ist der Ausweg? Der Ausweg ist einfach eine Überprüfung des Geschäftsmodells, was nicht ganz so einfach ist. Das ist für unser Haus gelungen, sage ich mal, dem Thema Zinsunabhängigkeit, Stichwort Provisionserlöse, zu generieren. Das haben wir eben mit dem Thema Anlageberatung, Vermögensverwaltung vollzogen. Das haben wir schon vor der EZB-Entscheidung begonnen, sagen wir mit einem gewissen Weitblick. Das ist natürlich heute, und wenn man da insbesondere auf die Universalbanken schaut, die da Sparkassen und Volksbanken im Wesentlichen vereinen, den Schwenk dorthin zu bringen, ist für die Kollegen natürlich deutlich schwieriger. Die Puste geht uns allen so allmählich aus, das muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Und es sind eben diese zwei Komponenten, ich sage mal Würgegriff Regulation, Würgegriff tragische Politik oder EZB-Politik,
Wir würden uns schon sehr freuen, und ich glaube, da spreche ich auch im Namen aller, zumindest aller Sparer zunächst einmal, wenn jetzt doch der Einstieg in den Ausstieg stärker vollzogen wird. Der Unternehmer wiederum, der profitiert momentan. Der freut sich, Herr Kirchner, ne? Weil, wenn er es braucht. Aber auch da kommt natürlich jetzt zum Tragen, und auch da kommt der Unternehmer manchmal in die Bredouille, dass nämlich in diesen guten wirtschaftlichen Zeiten die Unternehmer kein schlechtes Geld verdienen, insoweit kein Bankengeld brauchen. Wenn sie es denn brauchen, treffen sie momentan auf super günstige Finanzierungskonditionen, und da kann man doch den einen oder anderen Investitionsgedanken, Herr Kirchner, mit gutem Geld verwirklichen. Und ich glaube, auch die Bayerische Staatsregierung ist nicht so ganz traurig, wenn die Zinssätze so sind, wie sie heute sind. Die Deutsche Rentenversicherung hat letztes Jahr bei einer Pressekonferenz hier in Würzburg gesagt, wir haben Überschüsse in der Kasse, wir können sie auf den Kapitalmärkten nicht anlegen, weil wir Negativzinsen zahlen müssten. Wir verbrennen also Gelder der Beitragszahler, weil wir sie auf dem Kapitalmarkt nicht unterbringen. Sie haben vorhin noch gesagt, Sie ärgern sich so ein bisschen, oder was heißt Sie ärgern sich? Sie stellen fest, dass wir im Verbraucherschutz zu einer Bevormundung, wenn nicht sogar zu einer Entmündigung der Bürger kommen, zum Beispiel auch im Blick auf den Aktienmarkt. Warum das? Ja, da muss man vielleicht auch vorausschicken, dass aus den europäischen Aufsichtsorganen doch viele Gesetzmäßigkeiten erwirkt werden, erarbeitet werden, die nicht untereinander koordiniert sind. Und wir haben jetzt gerade zu Beginn des Jahres 2018 eine neue Vorschrift, die da Neuhochdeutsch MiFID II heißt. Damit können Sie jetzt alle nichts anfangen, aber das bedeutet, wenn Sie heute im Wertpapiergeschäft mit Ihrer Bank Geschäfte tätigen wollen, dann unterliegen Sie einem unglaublichen bürokratischen Aufwand. Also die Bank muss aufklären im Vorfeld, wenn Sie eine Order aufgeben, was wird die kosten, wie wird sie abgewickelt? Sie müssen informiert werden über den Risikogehalt dieser Anlage. Also es ist unglaublich, was das sind diese Papiere, die man noch mit unterschreiben muss über das eigentliche Bank. Das sind unendliche Papiere mit vielen Text, den sowieso kein Mensch versteht, und vielen Nachweisen. Wir als Waldbesitzer in Kastell blutet das Herz an dieser Stelle natürlich auch, weil so viel Papier drauf geht, so viel Holz dabei drauf geht. Sie verdienen doch doppelt, Sie verkaufen das Holz fürs Papier auch noch. Das meinen Wunderbar. Sie so, ja. Wir verkaufen das Holz und werfen das Papier dann hinterher. Okay, stimmt auch wieder. Ja, ich meine, es ist so, viele Kunden sagen, ich möchte es gar nicht haben, aber ich komme laut Vorschrift gar nicht umhin, dies auszuhändigen und dem Kunden wirklich, wirklich am Ende des Tages mitzugeben. Beratungspflicht. Beratungspflicht, auch das Thema Datenschutzgrundverordnung ist so ein Thema. Und da war ja die Überschrift des heutigen Tages, was würden wir uns von einer Regierung denn wünschen, einer neuen oder einer bestehenden oder einer gleichbleibenden. Da stellen wir halt fest, oder wünschen würde ich mir, auch im Namen meiner Kollegen, die in der Branche unterwegs sind, eine Unterstützung, dass wir von diesem Bürokratismus und von dieser Übererfüllung dieser vielen Vorschriften einfach mal ein bisschen wegkommen. Wir haben auch gelernt hier in Deutschland für uns das Couleur unserer Banken, dass wenn eine Vorschrift aus Europa kommt, die wird nicht 1:1 umgesetzt, sondern die muss 120-150%ig umgesetzt werden. Also ist ja, glaube ich, für alle momentan ein großes Ärgernis, Datenschutzgrundverordnung. Ja. Datenschutzgrundverordnung ist so ein Thema, und da ist einmal, wenn ich da einen Wunsch Ihnen mitgeben darf, Herr Blume, auch in Ihren entsprechenden wirtschaftlichen Gremien, hier wäre es wichtig, Augenmaß anzuwenden, Augenmaß mitzubringen und vielleicht des Öfteren mal mit denen sprechen, die es auch anwenden müssen und die es umsetzen müssen. Vielleicht können wir auch praktische Tipps und Hilfestellungen geben, um uns da ein bisschen dagegen zu wehren. Ganz kurze Frage an der Stelle an unsere beiden Präsidenten. Datenschutzgrundverordnung, wie viel Arbeitszeit hängt da dran, um allen Geschäftspartnern, allen Kunden das Einverständnis abzuringen, dass die Daten weiterhin bei der Firma geführt werden dürfen? Also ich muss ehrlich zugeben, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber viel zu viel. Es ist unglaublich, und es werden ja auch banale Fragen, zum Beispiel, dürfen die Mitarbeiter auf ihrem Firmenhandy noch WhatsApp haben, ja oder nein? Wenn sie 10 Leute fragen, kriegen sie 5 verschiedene Antworten. Ich kann bis heute nicht sagen, ob ich mich strafbar mache, wenn ich auf dem Firmenhandy die WhatsApp weiterhin zulasse. Also die Datenschutzgrundverordnung gilt bereits? Es gibt große Konzerne, die machen das, die lassen es zu. Es gibt große Konzerne, die lassen es nicht zu. Aber ich weiß nicht, wann der eine das tut und der andere nicht. Also man wird überhaupt auch nicht aufgeklärt, wie eigentlich die Gesetze auszulegen sind. Im Handwerk, wie sieht es da aus, war auch genauso ein Thema mit vielen Fragezeichen. Was müssen wir da jetzt eigentlich überhaupt machen als Betrieb? Ja, da ist natürlich die große Unsicherheit bei den Betrieben da, und dafür ist natürlich auch unsere Handwerkskammer da. Unsere Betriebsberater sind da ständig unterwegs, geben auch Hilfen
an die Hand, die zum Beispiel im Netz stehen, aber ich sage jetzt mal ganz frei und raus, dass also so manchem Handwerker natürlich das Tagesgeschäft durchaus wichtiger ist, wie jetzt diese sehr schlimme bürokratische Einrichtung. Da lässt man es lieber liegen und sagt, das machen wir später, irgendwann, vor Weihnachten, dann, wenn Zeit ist. Nein, die wissen natürlich, dass sie den Dingen nachkommen müssen, was also Pflicht ist. Und da erwartet sie natürlich auch Unterstützung. Und die bekommt man auch in seiner Kammer zum Beispiel. Aber es gibt also viel wichtigere Dinge. Und da muss ich jetzt mal kurz noch einschwenken, weil der Blume, das er schon gesagt hat, mit den kleineren, die die Zeche im Bereich der Energie eben zahlen müssen. Ja. Das sind also Dinge, die unsere Handwerksbetriebe betreffen und wir in Unterfranken sind ja jetzt mal ganz nah dran und wir wissen ganz genau, dass mit zunehmender Energie und Robotik und so weiter, dass wir mehr Strom verbrauchen werden und dass da natürlich der Strompreis nicht verschont bleibt, das ist uns allen klar. Und wir fordern hier, dass also hier endlich mal vielleicht so ein bisschen die Gleichstellung für uns Handwerksbetriebe, für die kleineren Betriebe jetzt mal eintrifft, dass wir vielleicht ein Förderprogramm bekommen, um eben Betriebe, die energiesparende Maßnahmen jetzt für sich einstellen, ein Förderprogramm kommt, das nicht zurückzuzahlen ist, vielleicht ein Anreiz ist, um hier zu investieren, um zum Beispiel Photovoltaik, Speicherprogramme gucken, und so weiter einzusetzen. Gucken Sie ruhig den Blume in die Augen und nicht mir. Er ist die Politik hier oben am Podium. Das habe ich ja ganz bewusst jetzt hier natürlich noch versucht einzustreuen. Das ist also uns ganz wichtig, dass wir hier was Greifbares machen, um den Anreiz zu schaffen, um in den Betrieben eben den Bereich Energie interessanter zu machen, hier zu investieren. Und natürlich den Anreiz mit einem Förderprogramm, das vielleicht nicht zurückzuzahlen ist, das ist mir ganz wichtig. Und meine Betriebe, sagen wir, sind nicht so sehr interessiert an Krediten und Kreditprogrammen. Uns ist wichtig diese praktische Hilfe. Und da wäre mir jetzt für, ja, im Wahlbereich natürlich wichtig, dass mal hier drüber nachgedacht wird, solche Dinge vielleicht auf den Weg zu bringen. Gibt es denn ähnliche Überlegungen auch im Bereich der IHK, dass man sagt, auch wir haben energieintensive Branchen, die sich gerade bei der Energieeinsparung, Stromeinsparung vom Staat Unterstützungsprogramme wünschen würden? Möchten Sie sich dem Herrn Häuslein gleich anschließen sozusagen? Ja, ich meine, wir als Kammern versuchen natürlich auch die Interessen der Wirtschaft, und das ist nicht nur hier in Mainfranken so, sondern in ganz Bayern und auch in der ganzen Bundesrepublik, Interessen ihrer Betriebe aufrechtzuerhalten. Und da ist natürlich das Thema Energie und bezahlbare Energie eines der ganz wichtigen Säulen. Herr Blume, ich will noch mal ein Thema aufgreifen, das Sie vorhin auch angesprochen haben, Dieselskandal, die Abarbeitung. Also auf der einen Seite haben Sie zu Recht gesagt, muss man sich schon über die Art und Weise der Dreistigkeit wundern. Wer hätte gedacht, dass ein Stadler plötzlich in U-Haft sitzt? Wer hätte gedacht, dass Porsche momentan keine Autos ausliefern kann? Wer hätte gedacht, dass Ihr Kollege Staatssekretär Eck vom Händler einen Anruf bekommt, lieber Eck, dein Auto kann momentan nicht geliefert werden, weil es leider nicht so sauber ist, wie es der WLPT-Zyklus ab September vorschreibt. Und auf der anderen Seite sagen Sie, wir dürfen unsere eigene Autoindustrie auch nicht so an den Pranger stellen. Das sägen wir denen ja die Beine ab, das kostet Arbeitsplätze. Würden Sie sich jetzt mal im Kehrschluss von der Autoindustrie eine klare Richtung wünschen, um erstmal aus diesem Dieselskandal wieder sauber rauszukommen sozusagen? Also natürlich haben einzelne Unternehmen, man darf auch nicht über einen Kamm scheren, es gibt Unternehmen, die haben damit nach wie vor nichts zu tun, haben der gesamten Branche natürlich einen Bärendienst erwiesen, indem sie dachten, für ein paar Euro oder weil man dem Kunden irgendwas nicht zumuten will, deswegen fängt man an zu tricksen. Tricksen führt nie zum Ziel und ich glaube, die Latte bei der deutschen Industrie liegt da besonders hoch. Made in Germany ist nach wie vor ein Siegel für höchste Qualität und Verlässlichkeit und wenn ich unter dem Siegel jetzt anfange zu tricksen, dann wiegt es doppelt und dreifach schwer. Zweitens, andere warten natürlich nur darauf, dass sie mal einen Punkt finden, wo sie auch dann den Spalt setzen können.
und das eine oder andere, was auch aus den Vereinigten Staaten an drakonischen Maßnahmen ergriffen wurde. Also ich kann mich nicht freimachen von dem Gedanken, dass da vielleicht auch die ein oder andere industriepolitische Erwägung irgendwie auch mitschwingt. Aber Ihr Kollege Andreas Scheuer als Bundesverkehrsminister nimmt die Industrie momentan ganz schön hart ran. Der hat dem Zetsche gedroht, lieber Zetsche, du kannst auch einfach mal 5.000 Euro Bußgeld pro Auto zahlen, das nicht sauber ist. Und ruckzuck hat der Zetsche gespurt. Naja, ist ja auch klar. Also wenn die Diskussion schon 3 Jahre läuft und ich jetzt glaube, ich komme immer noch irgendwie durch, indem ich Autos verkaufe, die nicht das halten, was sie halten müssen. Also Entschuldigung, dem ist überhaupt nicht zu helfen. Aber der Punkt ist ja unterm Strich ein anderer. Wir müssen ja schon überlegen, ob wir uns nicht, ähnliches Thema wie vorhin beim Thema Datenschutz, mit manchen Regelungen auch selbst so eine Grube graben, dass wir nicht mehr rauskommen. Wenn ich mir anschaue, wie in der Vergangenheit in Deutschland Messstationen errichtet wurden, dann sind die halt so errichtet worden, wie man in Deutschland misst, nämlich da, wo es mit Garantie am höchsten belastet ist, nicht zwingend den Rahmen ausgeschöpft, der halt auch vom europäischen Gesetzgeber entsprechend vorgesehen ist. Deswegen haben wir in Bayern jetzt angefangen, nochmal selbst zu messen und damit auch zu schauen, ist das wirklich ein plausibles Bild. Ich will damit nichts relativieren. Die Menschen auch in den Großstädten haben ein Recht auf saubere Luft. Aber wenn ich schon weiß, dass im Grunde das Problem 10 Meter neben der Straße nicht mehr das ist, was es direkt 1 Meter neben dem Auspuff ist, dann muss ich halt ein bisschen auch gesunden Menschenverstand walten lassen und vor allem eines sicherstellen. Wer überhaupt nicht bestraft werden sollte, sind diejenigen, die im Treu und Glauben ein Fabrikat gekauft haben, was allen Regeln der Technik damals entsprach. Und denen heute jetzt zu kommen und zu sagen, sorry, dein Problem, entweder kaufst du jetzt ein neues oder du darfst nicht mehr in die Innenstadt fahren. Ich glaube, das kann nicht der richtige Weg sein. Da muss uns Besseres einfallen und ich behaupte mal, der Staatsregierung und der Bundesregierung ist Besseres eingefallen. Nämlich Anreize zu geben, schnell beim ÖPNV umzusteigen, Anreize zu geben, beim Wirtschaftsverkehr auch umzurüsten, auch für emissionsarme Mobilität Anreizprogramme aufzulegen. Und generell auch die Automobilindustrie dabei zu unterstützen, an den Stellen, wo es möglich ist, Nachrüstung zu bewerkstelligen. Nur die Frage ist, wohin geht die Reise? Lass mich eins noch sagen. Wir müssen mal schauen, mit was die Automobilindustrie heute konfrontiert ist. Die müssen sich auf Mega-Revolutionen einstellen. Selbstfahrendes Auto, da sind plötzlich ganz andere Akteure dabei. Dann sind sie damit konfrontiert, dass sie die emissionsarme Mobilität, Elektromobilität hinbekommen müssen. Da sind wiederum andere Akteure am Start. Und dann komme ich her und sage, für eine Technologie, die damals allen Regeln der Technik entsprach, da müsst ihr jetzt nachrüsten auf eure Kosten. Das heißt, ich investiere in Hardware der Vergangenheit und nehme mir da die Investitionsräume der Zukunft noch eng. Das kann unterm Strich dann nicht aufgehen. Und deswegen glaube ich, muss man da einfach Klugheit walten lassen. Nochmal, da wo getrickst wurde, muss jeder dafür selber gerade stehen. Und an den Stellen, wo es darum geht, dass man einfach intelligente Mobilität auf die Straße bringt, ist es ein gemeinsames Vorgehen von Wirtschaft und Politik notwendig. Ich glaube, da haben jetzt alle verstanden, was die Stunde geschlagen hat. Herr Kirchner, es gibt eine VBW-Studie, da heißt es, wenn wir auf Elektromobilität konsequent umschwenken wollen, bis 2050 zum Beispiel, dann würde das Umstellungskosten von 2 Billionen Euro bedeuten für die Wirtschaft, für die Gesellschaft. Jetzt sagt der Herr Blume ja zu Recht, da muss wahnsinnig viel Geld ohnehin in die Zukunft investiert werden. Und wir haben ja sehr viele Zulieferbetriebe hier in Mainfranken für die Automobilindustrie. Was ist da in den nächsten Jahren zu stemmen und wer soll diese Kosten tragen? Also ich weiß es auch nicht, wer das stemmen soll. Ich weiß nur, dass ich überzeugt bin, dass die Elektromobilität eine Übergangstechnologie sein wird. Wenn es nicht gelingt, sag mal, die Langstrecke infrastrukturmäßig aufzurüsten. Eine Batterie wird immer nur eine sehr überschaubare Anzahl von Kilometern ermöglichen, insbesondere im Winter. Was ist für Sie die Zukunft, Wasserstofftechnik? Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe nämlich ein Kurzstrecken-Elektrofahrzeug. Da geht die Reichweite im Winter zwischen 30% und 50% zurück, je nachdem, wie viele Verbraucher Sie anschalten. Ich glaube auch, wenn Sie heute wissen, dass 70 Millionen Autos weltweit produziert werden und Sie würden nur ein Drittel davon mit Batterien ausrüsten, die genauso weit fahren wollen wie jetzt mit Diesel, dann würde ganz schnell wahrscheinlich Kobalt und Lithium als Rohstoffe, die da in die Batterien heute reinkommen, explodieren. Also auch hier steht dann erst nochmal die Batterietechnik in Frage. Kann ich auch nicht sagen, was da noch alles kommt. Was ist denn für Sie die mittelfristige Lösung, Wasserstofftechnik? Ich glaube, dass mittelfristig wahrscheinlich, wenn es gelingt, das handelbar zu machen, Wasserstoff die Lösung sein könnte, weil Punkt A, es ist sauber, Punkt B, Wasser ist genügend da, dann wird man immer die Möglichkeit finden, wenn man die Energien dahin bringt, wo das Wasser ist, dass man dann Wasserstoff und Sauerstoff hat
und am Ende kommt wieder Wasser raus, wenn es aus dem Auspuff geht. Also das hört sich mal interessant an und ich glaube, dass das mittelfristig, heißt für mich, 20, 30, 40 Jahre eine Chance haben sollte. Wir werden eine wahnsinnige Verschiebung auf dem Arbeitsmarkt erleben. Die, die heute jetzt noch Dieselmotoren zusammenbauen, Getriebe zusammenbauen, bei ZF zum Beispiel in Schweinfurt, die werden wir dann künftig vielleicht nicht mehr brauchen. Was machen wir mit denen? Ja gut, es hat sich in der Vergangenheit immer gezeigt, im Moment haben wir ja Fachkräftemangel, also von der Seite her könnte man Teil des Problems damit vielleicht abfedern. Ich kann es Ihnen auch nicht sagen, was in 10, 15 Jahren ist, weil ich nicht weiß, wie schnell diese Technologien fortschreiten und wie schnell diese Fahrzeugtechnologie dann Arbeitsplätze freisetzt. Herr Blume, Bavaria One, die Staatsregierung schaut schon mal ins Weltall und sieht bei Bayern als künftigen Standort für Raumfahrt, neben den Amerikanern zum Beispiel. Aber wie sehen Prognosen bei Ihnen in der Staatsregierung aus, was jetzt den Automobilsektor betrifft, der ja für Bayern so wichtig ist, auch für Mainfranken so wichtig ist? BMW hat vor 10 Jahren mit Wasserstofftechnik experimentiert, das wieder eingestellt. Jetzt sind es die Japaner, Toyota, die mit dem Mirai das erste Serienfahrzeug auf den Markt gebracht haben. Ja, wohin geht die Reise? Was machen wir? Nee, ich behaupte mal, die bayerische Automobilindustrie ist da nicht schlecht unterwegs. Wir haben in Bayern auch als Staatsregierung ja hochgradig das Thema Elektromobilität unterstützt. Aber nochmal, es kommen jetzt verschiedene Entwicklungen zusammen. Also mindestens so bedeutsam wie die Antriebstechnologie der Zukunft ist auch die Frage, was macht eigentlich dieses Auto der Zukunft? Es fährt autonom, ich glaube, das kann man sagen. In 10 Jahren wird autonomes Fahren im Regelverkehr in allen Lagen im Einsatz sein. Das ist ein Riesensprung. Ich bin tatsächlich auch der Überzeugung, dass wir das Thema Flugtaxis, habe ich ja vorhin schon angerissen, bekommen werden. Das ist auch nicht mehr weit weg. Übrigens zu sehr vertretbaren Kosten und auch sehr energieeffizient, kann man sich kaum vorstellen, aber es scheint tatsächlich so zu sein. Ich glaube, der Diesel wird auf jeden Fall noch seine Rolle spielen, wie überhaupt der Verbrenner. Denn Sie müssen ja auch mal die Energiebilanz insgesamt anschauen. Mhm. Beim Elektrofahrzeug sagt jeder Mensch, das ist so prima, weil der Strom aus der Steckdose kommt. Aber wieder erwarten ist es tatsächlich so, dass der irgendwo auch hergestellt werden muss. Und er wird halt nur hergestellt mit dem Energiemix, den wir heute in Deutschland haben. Und solange der Energiemix nach wie vor einer ist, wo Kohle auch wesentlicher Bestandteil ist, kann es hinten nicht sauberer rauskommen, als es vorne reingeht. Und vor dem Hintergrund nochmal, glaube ich, ist es schon ein Gebot auch politischer Klugheit sicherzustellen, dass wir ein solches Hochtechnologieprodukt wie den Diesel auch unter Klimaschutzaspekten nicht voreilig abschreiben. Ich glaube, der wird auf jeden Fall noch seine Laufzeit haben und trotzdem sind unsere bayerischen Hersteller, gerade auch BMW, exzellent unterwegs, was das Thema Elektromobilität angeht. Wenn ich mir anschaue, was da heute auf der Straße ist und morgen oder in wenigen Jahren noch kommen soll, braucht sich das nirgends verstecken. Auch wenn der Hype in Amerika beim Tesla größer ist, der stellt auch inzwischen fest, dass groß ankündigen das eine ist, aber am Ende dann mehr als 5000 Autos in der Woche bauen was anderes ist. Und da muss ich einfach sagen, haben unsere Automobilkonzerne einen solchen Vorsprung, haben wir solch fantastische Zulieferer, dass uns da wirklich nicht um die Zukunft bange ist, wenn wir uns jetzt da nicht ständig selbst in Frage stellen. Und außerdem sind es gerade Unternehmen in der Mobilitätsmodellstadt für Elektromobilität Bad Neustadt wie Pre oder Siemens, die wiederum ein Joint Venture mit einem französischen Konzern eingegangen sind, die von Bad Neustadt aus für verschiedene Märkte dieser Welt Komponenten entwickeln. Also teilweise sind wir in diesem Bereich, was jetzt auch die Industrie betrifft, schon gut aufgestellt, oder Herr Kirchner? Wenn wir in diesem Segment eine Vorreiterrolle einnehmen und da schneller sind als andere, aber die Chinesen holen auch da auf, dann haben wir eine Chance, einen Teil dieser Arbeitsplätze, die da wieder entstehen, auf Deutschland oder auf Bayern oder vielleicht auf Bad Neustadt zu ziehen. Da gibt es sicher ein Potenzial, aber natürlich die anderen schlafen auch nicht. Die Chinesen haben von der obersten Instanz her die Elektromobilität als Technik der Zukunft ausgeschrieben und die sind unglaublich aktiv. Also was da in den letzten Jahren passiert ist, wenn man dort auf diesem Markt aktiv ist, dann kann man nur die Ohren anlegen. Es wird in Peking aber auch nicht sauberer und besser werden, die Luft, wenn der Strom weiterhin aus Kohlekraftwerken kommt für die Elektroautos. Ich will noch mal ganz kurz das Thema Digitalisierung ansprechen. Sie haben vorhin gesagt, Herr Blume, bis 2025 will Bayern ein Gigabyte-Staat sozusagen sein. Ist es überhaupt zu schaffen? Ich sage jetzt mal, Erde aufbuddeln und Glasfaserkabeln verlegen in der Zeit. Mal ganz unabhängig davon, ob es jetzt die Fördergelder gibt und ob man die abrufen kann, aber wird es überhaupt baulich möglich sein, in so kurzer Zeit
Glasfaser bis in die Haushalte, bis zum Kunden, bis in die Firma hineinzubringen, bis in die Schreinerei, Häuslein zum Beispiel? Also da wird mein Nachbar, glaube ich, was dazu sagen können. Wir sehen, dass wir im Moment bei der Breitbandförderung vor allem dadurch limitiert sind, dass es nicht mehr möglich ist, Firmen zu finden, die entsprechend dann die Aufträge abarbeiten können. Genau. Das heißt, wir sind hier wirklich, Sie haben völlig recht, wir sind da an der Grenze, was den Zubau angeht. Ich bin froh, dass wir auf der anderen Seite etwas gemacht haben, alleine durch kluge Gesetzgebung. Auch sowas gibt es im Parlament. Alleine durch kluge Gesetzgebung erreicht, dass wir dem Gigabit-Zeitalter näher kommen. Wir haben nämlich im Bayerischen Mediengesetz verankert, dass das analoge Kabel abgeschaltet wird, spätestens am 31.12.2018. Und dadurch, dass wir diese analogen Frequenzen freimachen für digitale Frequenzen, ist es möglich, im ehemals analogen Kabelnetz in Zukunft, nämlich mit der entsprechenden technischen Umstellung, dann ohne dass ich Infrastruktur verändere, tatsächlich Gigabit den einzelnen Haushalten anzubieten. Das sind dann alleine durch diese Maßnahme potenziell 70% der bayerischen Haushalte erreichbar. Das heißt, es ist schon mal ein Riesenschritt in der vorhandenen Infrastruktur. Und wenn man das zusammennimmt mit dem bayerischen Breitbandförderprogramm, mit der Bundesbreitbandförderung, dann glaube ich, kann es gelingen. Aber richtig ist, wir haben hier ein Investitionsprogramm, was auch in den absoluten Beträgen sich in einem Milliardenbereich bewegt. Die Schätzungen, was den Freistaat angeht, bewegen sich zwischen 7 bis 10 Milliarden Euro. Die musst du erst mal mobilisieren und du musst sie verbuddelt bekommen. Aber nochmal, wenn wir uns einig sind, dass Breitband im Grunde das ist, was früher nur die Autobahn war, dann dürfen wir bei der Frage nicht zögern, sonst sind auch alle Bekenntnisse zur Stärkung des ländlichen Raums nur Makulatur. Ich muss sicherstellen, dass egal wo ich lebe in diesem Freistaat, ich denselben Zugang zur Arbeit, zu Technik, zu staatlichen Dienstleistungen, zu egal was habe, wenn ich nicht will, dass die Menschen sich dann selber auf den Weg machen und sagen, ja gut, dann kann ich einfach hier nicht mehr, und weil wir das nicht wollen, deswegen dürfen Sie sich darauf verlassen, wird radikal in diesem Bereich investiert. Herr Häusler, die Schreinerei ist in, ich glaube, in Billingshausen, stimmt es? Ja. Habt ihr schon schnelles Internet? Also bei mir im Ort geht's, aber wenn ich so ein bisschen auf die fränkische Platte gehe, dann wird es also zunehmend schlechter. Ich kenne dort einen Betrieb, der flehend hier um eine Verbesserung kämpft, auch im Mobilfunkbereich hier. Der möchte mit seinen Mitarbeitern draußen vor Ort hier mit dem Handy kommunizieren. Das funktioniert halt dort nicht. Das sind die weißen Flecken, die Sie vorhin angesprochen haben, Herr Blume, die es leider noch gibt, ne? Ja, und es ist also ganz wichtig, dass sich hier was tut. Und ich bitte immer, dass wir halt nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen, wie das also in anderen Bereichen. Jetzt muss ich nochmal zurückrudern, muss nämlich auch was sagen zu dem Bereich Mobilität. Meine Kollegen haben zu 90% Dieselfahrzeuge und die haben andere Wünsche, wie jetzt ein Auto zu kaufen, das noch wenig Kilometer Leistung hat, das tut es dem nämlich noch lange. Wir wären also froh, wenn mal da intelligente Maßnahmen kämen, mal was umzurüsten oder vielleicht auch den Austausch zu fördern, dass man sagt, naja, also jetzt reizt mich vielleicht mein Sprinter vielleicht jetzt wegzutun, wenn da tolle Dinge kommen. Also da haben wir bestimmt noch unsere Hausaufgaben zu machen und die so ein bisschen jetzt auf den Handwerkern, auf dem Rücken der Handwerker ausgetragen werden. Wenn ich immer sehe, wie locker und leicht gesagt werden, ja, ihr bekommt ja eine Sondergenehmigung, dass ihr in diesen Bereich reinfahrt. Lassen Sie sich das mal praktisch sagen, wenn Sie irgendwo reinfahren, sieht niemand, dass auf dem Armaturbrett jetzt eine Sondergenehmigung ist, so ein beflissener Bürger sieht natürlich, dass das Auto nicht die richtige Plakette hat, da hast du ruckzuck eine Anzeige und einen riesen Trabbel am Hals, ganz so einfach ist es nicht und das habe ich auch schon dem Herrn Dobrin gesagt, also man sollte sich da mal so ein bisschen auch zum Anwalt der Kleineren machen und vielleicht in diesem Bereich auch mal intelligente Lösungen anstreben. Und es würde ja die ganzen Lieferdienste, die ganzen schönen Pakete für uns nach Hause bringen von Amazon und so betreffen. Es sei denn, man macht es wie die Deutsche Post mit ihrem DHL-Elektroauto, das sie selber entwickelt haben. Da kann man dann mit Strom zum Kunden fahren, auch wenn dicke Luft herrscht, ne? Also das muss ich vielleicht noch anfügen. Ich habe also ein Montagefahrzeug, das also ein Elektrofahrzeug ist, das fährt einen Tag praktisch 120 Kilometer, also im Montagebereich, im Nahbereich. Und das reicht. Ist das eine Möglichkeit? Ja. Und ich denke, solche Dinge könnte man durchaus hier auch
einstreuen und auch fördern. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten. Also auch das, Herr Blum, war jetzt nochmal ein Blick in Ihre Augen. Sie haben es gemerkt gerade eben, ne? Auch da ein bisschen mehr das Handwerk auf jeden Fall nicht vergessen. Ich will noch eine kurze Frage an Otto Kirchner richten, weil ich weiß, Sie müssen weg. Sie sitzen schon ein bisschen mit glühenden Sohlen da. Digitalisierung und Breitbandausbau im Bereich der IHK. Was wünschen, was fordern Sie? Ja, es wurde vorhin ja angesprochen, dass diese weißen Flecken wegfallen. Schon mal vom Mobilfunk und jetzt bei 5G, dass das gleich von Anfang an richtig eingestellt wird, dass jeder Bürger, aber auch jeder Betrieb ordentlich versorgt wird und eben auch auf der Breitbandschiene auch diese Regionen, die heute vernachlässigt waren, also möglichst weg von den Zentren, so im Bereich Thüringer Grenze oder auch andere etwas abgelegene Regionen, dass die halt wirklich auch voll erschlossen werden. Dann sage ich an der Stelle, meine Damen und Herren, mit Blick auf die Uhr, weil Markus Blume uns aus Termingründen jetzt verlassen muss, bevor Sie dann in Terminschwierigkeiten kommen. Vielen Dank an den Herrn Fickhoek von der Castellbank hier, der sich Deregulierung wünscht in verschiedenen Bereichen. Vielen Dank an Otto Kirchner, den IHK-Präsidenten, der eventuell dank Brexit seine Lager in England abbauen wird und woanders hingeht und mit Sorgen Richtung Amerika und Mexiko blickt, was sich da noch tut. Vielen Dank an unseren HWK-Präsidenten Häuslein, der sich auch für Handwerksbetriebe künftig noch die Möglichkeit wünscht, mit dem Dieselauto zum Kunden in die Stadt fahren zu dürfen. Und danke an Markus Blume, der einen großen Wunschzettel mitnimmt, dem heute tief in die Augen geblickt wurde hier von zwei Seiten. Und danke für die Keynote vorhin und die Teilnahme hier an der Podiumsdiskussion. War anstrengend, oder? Heute hier in Würzburg für Sie. Nicht so anstrengend wie vor einer Woche also in Berlin. Also im Vergleich zu manchen Berlin-Terminen war das heute also, ein Wellness-Programm. Vielen Dank dafür. Und wenn Sie jetzt wissen, dass es auch noch eine Flasche Frankenwein gibt, dann hat sich die Fahrt hierher gelohnt. Dann darf ich jetzt an der Stelle nochmal Dr. Otto Wiesheu hier rauf bitten zu uns mit einem kurzen Schlusswort und mich von der Stelle vom Podium aus bei Ihnen schon mal für Ihr Interesse bedanken und schon mal Wiedersehen sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für die Teilnahme und für die Diskussion, für all diese Fragen. Kommt es jetzt gleich dran? Ja. Ich darf mich bei denen, die am Podium zur Verfügung standen und mitdiskutiert haben, bedanken mit einem Geschenk, das in Franken nicht ganz unbekannt ist. Das ist fränkischer Wein, aber es ist ein besonderes von Herrn Steinmann höchstpersönlich ausgesucht. Und damit entspricht einer hohen Qualität. Also und das noch überreicht von der fränkischen Weinkönigin Clara Zehnder. Wow. So, herzlichen Dank. Das waren jetzt einige Themen, die die Zukunftsfähigkeit des Landes betreffen, berühren, und zwar in den unterschiedlichen Bereichen. Es war einiges, was vielleicht neu ist oder nicht ganz neu oder schon bekannt. Auf jeden Fall, Herr Fickhoek, das Thema der Bürokratie beim Wertpapiergeschäft, das ist ja schon eigentlich mehrere Jahre alt. Wir hatten, und das ist jetzt schon über 5 Jahre her, dass einmal, als die Frau Aigner noch Verbraucherschutzministerin im Bund war, diskutiert mit ihr unter Einladung von Privatbanken, Genossenschaften, Sparkassen etc. Und die erste Aussage war, kann man so offen sagen, also die Regelung, die wir getroffen haben, die deckt eigentlich das, was dann später daraus gemacht worden ist, gar nicht ab. Ja, interessant. Dann ist es über die Verordnungen offensichtlich verschärft worden. Wir haben dann den Abteilungsleiter eingeladen und die Bankenvertreter mitgehabt und die Bankenvertreter haben dem klargelegt, wie sich das in der Praxis auswirkt. Und die Ansicht war dann auch bei ihm, ja, das ist natürlich alles völlig überzogen. Er hat dann aber auch erzählt, sie lassen ein Gutachten machen, wo quasi das Gutachten die Grundlage ist, dass man von diesen überzogenen Regelungen wieder runterkommt.
Das Gutachten ist zwar gemacht worden, der Verbraucherschutz ist gewandert zum Justizminister, das war dann der Herr Maas. Ich habe mit Interesse ein paar Monate später gelesen, dass man das Thema aufgreifen will und seitdem ist nichts mehr erfolgt. Wahrscheinlich muss man es wieder aufgreifen, wahrscheinlich ist der Wirtschaftsbeirat ein Institut dafür, um derartige Dinge zu bereden und vielleicht auch dann zu ändern. Was bekannt ist, aber was längst einer Bereinigung bedarf, das ist die Frage der Mobilfunkabdeckung. Ich weiß, das ist für die Menschen, für die Bürger insgesamt von großem Ärger, aber auch für die Betriebe natürlich, speziell für die Handwerksbetriebe, für die Betriebe, die permanent unterwegs sind. Die müssen ihre Kunden und die Kunden, die Betriebe auch auf der Strecke erreichen und erreichen können. Das ist etwas, was man eigentlich längst nicht mehr haben dürfte. Meine Frau sagt mir immer, wenn wir in China sind, dann können sie von jedem Berg aus nach Deutschland telefonieren. Und wenn man in Deutschland ist, dann kann man von vielen Tälern aus nicht nach in die nächste Ortschaft telefonieren. Das trifft zu. Deswegen gehört das korrigiert. Genauso wie es korrigiert gehört, dass die Handynutzung nicht betrieblich und privat unterschieden werden kann. Also was da an Bürokratie drinsteckt, ist ja auch seltsam. Ein anderes Thema, das ich noch ansprechen will, ohne irgendwo polemisch zu werden. Mich wundert, dass es das Thema Diesel nur in Deutschland gibt und nicht in Italien und Frankreich. Die Gesetze sind überall gleich. Die Gesetze sind eigentlich überall gleich, aber die Anwendung, habe ich den Eindruck, ist nicht überall gleich. Und da ist viel an industriepolitischem Spielchen drin. Genauso wie es ein industriepolitisches Spielchen ist, will das, was in den USA gelaufen ist, gar nicht weiter bewerten, aber dass in den USA die CO2-Grenzwerte sehr hoch sind und die NOx-Grenzwerte sehr niedrig, hat auch damit zu tun, dass die Amerikaner es lange nicht verstanden haben, vernünftige Dieselmotoren zu bauen. Und deswegen wollten sie die deutschen oder europäischen auch draußen haben. Das ist eine Sache, die zwar so regeln können, aber ob das fair ist im internationalen Handel, ist eine andere Frage. Die braucht man aber gar nicht vertiefen, weil es viele andere Dinge laufen, die Fairness im internationalen Handel auch berühren. Mich hat es gefreut, Herr Kirchner, dass Sie gesagt haben, eigentlich die Zukunft wäre das Thema Wasserstoff beim Antrieb. Wir hatten, und das ist jetzt fast 20 Jahre her, eine Wasserstoffinitiative Bayern, die hat WIBA geheißen. Wir haben damals schon ein paar Omnibusse am Flughafen laufen gehabt, die den Passagiertransport am Flughafen per Wasserstoffmotor gemacht haben. Wir waren beim Übergang beim Betrieb Nahverkehr vom Flughafen zur Landeshauptstadt München. Als ich dann gegangen bin, haben die Nachfolger das Ganze eingestellt. Die Tankstelle ist jetzt weg. Heute sagt man, das ist schade drum, ich will es nicht vertiefen. Aber es sind so Dinge, wo ich sage, bei innovationspolitischen Themen braucht man halt einen langen Atem. Und die funktionieren von heute auf morgen und nicht innerhalb von ein paar Jahren. Das dauert oft 5 oder 10 Jahre, bis man bei der Lösung der Probleme ist. Aber wenn man sie hat, dann hat das halt auch eine riesen Zukunftschance. Und Herr Häuslein, ich gebe Ihnen recht, dass man insbesondere auch bei den Kleinbetrieben schauen muss, dass die mit ihrer Mobilität, mit ihren Kfz, mit ihren kleinen oder mittleren Lieferwegen, mit ihren dieselgetriebenen Fahrzeugen auch ihrem Beruf nachgehen können. Da kann man nicht einfach alles über einen Kamm scheren, da muss man schon schauen, dass die Spielräume, die hier notwendig sind, auch gegeben werden. Wir müssen sehen, dass der Staat nicht die Dinge bis in die letzten Einzelheiten regelt. Der Staat kann nicht die Technologien vorschreiben, er kann Grenzwerte vorschreiben bei der Technologienutzung, aber die Technologie selber nicht. Die Politik muss einen Ordnungsrahmen schaffen, in dem sich die Akteure frei bewegen können und nach ihrer Verantwortung auch handeln können. Die Politik, die Wirtschaft braucht Freiräume und die Freiräume sollte man durch über Digitalisierung nicht einengen. Wir werden jetzt sehen, und das nächste Kapitel, jeder redet von Digitalisierung, aber dass die Digitalisierung auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat, auf die Arbeitsverhältnisse hat, auf die Arbeitszeiten haben wird, auf den Betriebseinsatz haben wird, darüber wird nicht geredet. Und da gibt es schon Leute, die sagen, nein, da darf sich ja gar nichts ändern. Da muss sich einiges ändern, weil man sonst mit dem Thema nicht richtig umgehen kann und wird. Genauso wie mit dem Thema, mit dem Umgang der Daten und mit dem Thema Datensicherheit. Europapolitik
hat Herr Blumi einiges gesagt, ich brauche das gar nicht wiederholen und auch nicht vertiefen. Zum Thema Finanzmarkt, zum Thema Welthandelspolitik will ich auch nichts mehr ergänzen. Ich möchte Ihnen, meine Herren, sehr herzlich danken dafür, dass Sie gekommen sind und diskutiert haben. Ich möchte dem Diskussionsleiter herzlich danken, der eine ganze Reihe von Themen angeschnitten hat, die auch von zentraler Bedeutung sind und die auch das Publikum interessiert haben. Ich danke Ihnen für die Teilnahme. Ich danke den Sponsoren der Pfennig Elektroanlagenfirma, der MSG, dem Genossenschaftsverband Bayern, der BayWa AG, dem Sparkassenverband, der Max-Eicher-Stiftung und den Stadtwerken Würzburg. Ohne deren Hilfe wären derartige Veranstaltungen nicht zu stemmen. Und ich danke dem Fränkischen Weinbauverband, Ihnen, Herr Steinmann, und der Weinkönigin für das Präsent und die Überreichung der Präsente, mit denen wir natürlich wieder schön glänzen und strahlen können. Es ist sehr schön. Und ich danke den Herrn Vollhardt und Frau Krause vom Team der Vogel Convention, des Vogel Convention Centers und der Catering-Firma Big Event. Herzlichen Dank. Und ich danke den Mitarbeiterinnen unserer Geschäftsstelle und Herrn Schachtner für die Vorbereitung der Tagung, für die Organisation, den Medienvertretern für eine faire Berichterstattung, Ihnen sehr herzlich für Ihre Teilnahme. Und ich möchte Sie jetzt einladen zum Empfang draußen im Foyer. Ich denke, wir haben genügend Stoff zur Unterhaltung und es ist auch ausreichend Wein da, ebenfalls wieder vom Weinbauverband Unterfranken oder Genossenschaftsverband, wie heißt es richtig? Auf alle Fälle ist er von Ihnen. Und damit... Und damit ist die Qualität gesichert. Ich wünsche gute Unterhaltung und am Schluss einen guten Nachhauseweg. Herzlichen Dank.